Okay. Was haben wir hier? Was ist heute hier los? Glurak. Zur Heido. Irgendwas. Hier. Ich glaube, ich muss hier irgendwo hin. Hallo Stabilo. Bis da hoch soll ich? Okay. Was war hier? Dorf der Kapu. Komm ich da überhaupt hin? Komm ich gar nicht hin? Hallo Sakura. Stabilo, du bist ein Tangela. Hallo Marco. Alola. Ich vergesse immer. Alola. Du hast einen Shiny Carpadon an Nuzlocke bekommen? Welche Nuzlocke? Was waren die Chancen? Marco, du bist eine Spritze. Ich vergesse mal den Namen. Wolltest du heute nicht Herr Yupikachu machen? Ja, und ich habe am Dienstag gesagt, vertraut nicht, was ich sage. Hallo Isa. Hallo Mauri. Ist das hier wichtig? Aha! Kühner, hast du es gehört? War das laut genug, Kühner? Wir haben ein neues Mitglied in der coolen Bande. Kühner kann jetzt auch ihren eigenen Sound machen. Seinen? Ihren? Ich weiß tatsächlich gar nicht. Boah, na was? Es ist wunderbar. Sehr gut. Hallo Happy. Kapu Full Odds und dann noch auf dem Feuerberg in Kitakami in einer kleinen Pfütze, in der maximal 2 Wasser-Pokémon sind. Sehr gut. Ich bin ein Junge. Okay. Isa, du bist ein Jirachi. Mauri, du bist ein Gierspenst. Das ist nicht schlecht, oder? Du bist heute früh da als sonst. Ich habe heute früher Feierabend gemacht. Ergo beide nach dem Motto, der frühe Wurm fängt den Vogel. Ich bin heute sogar um 8 aufgestanden, weil ich zum Arzt musste. Weil ich einen Termin wahrgenommen habe, den ich seit buchstäblich 4 Monaten hatte. Weil die Arzt, das Medizinwesen in diesem Land so scheiße ist. Happy, du bist ein Nachtara. Und Kühner, du bist ein Tentacher. Hallo Lurky. Flo, dankeschön für 4 Monate Prime. Nein, 15 Monate Prime. Dankeschön. Was nehme ich? Pampros. Ich bin heute früher da, weil ich heute früher gehen muss, denn heute ist das 11-jährige, oh mein Gott, von Rosa und mir. Weswegen wir um 6. Früher gab es keinen Platz. Wir haben schon vor 2 Wochen, glaube ich, gebucht, weil wir um 6 in ein Restaurant gehen, essen gehen. Glückwunsch. Ja. Hallo Majora. Ich habe alle Fluffluff-Tode gezählt. Es waren 20, jetzt 21. Geil. Danke, dass du das gezählt hast. Ich hätte gedacht, es sind schon viel mehr. Hallo Halloween. No aim. MRT-Termin in 6 Monaten bekommen. Top das mal. Ich glaube, 6 Monate kann ich nicht toppen. Ich habe mal knapp ein halbes Jahr auf einen HNO-Termin warten müssen. So eine Frechheit. Aber ist ja alles gut. Ist ja alles gut. Ich verstehe, dass sich Usum zu sehr gefesselt hat. Nee, eigentlich wollte ich...
Ich habe so viele Sachen, die ich mal streamen will, aber ich finde keine Zeit, das alles vorzubereiten. Die N64 muss ich halt krass anschließen und erstmal wieder Treiber installieren und sowas. Gutes Wylord-Video, das Making-of war auch cool zu sehen. Dankeschön. Kann ich da einfach so rein in diese... Oh mein Gott. Ist hier nicht die Stelle, wo es diese Koriogels gibt? Ist hier rote Koriogel-Party? Danke, Majora. Ich habe auch gesehen, dass du geupdatet hast, dein Patreon. Vielen, vielen Dank. Einen sehr offensichtlichen Fehler da drin gelassen. Schau, was keinem aufgefallen ist, weil keiner sucht nach Fehlern extra, um mich schlecht fühlen zu lassen. So wie du, Mauri. Lurky, du bist ein Rettan. Manche würden das gar nicht zensieren. Ich habe nicht gesucht, mir ist es aufgefallen. Du suchst schon unterbewusst nach Fehlern in meinen Videos. Manche würden es gar nicht zensieren. Ich denke mir halt, wenn ich Material nehme, bevor ich zeige, wie ich das Shiny gefunden habe, dann zensiere ich lieber die Zahl, quasi, die man da sehen würde, damit Leute nicht voraussehen können, so, ach, er hat schon bei 415 gefunden oder sonst irgendwas. Weil manche Leute, ich jetzt gar nicht mal so, manche Leute interessiert ja, welcher Encounter es war. Was ich gar nicht im Endeffekt erwähnt habe im Video. Ich habe es gar nicht gesagt. Ja, an keiner einzigen Stelle sage ich 415. Aber hey, es stand da für die, die es interessiert. Immerhin bekommst du einen Kommentar dadurch. Bist eigentlich der Einzige, bei dem ich kommentiere. Dankeschön. Schniebel. Mensch, nimm doch mal den Stein. Mein Steinhagel ist noch nie daneben gegangen, obwohl es nur 85 oder 80 sogar bloß. Tote Fluffeluff. Qualelu, komm her. Phoenix, was ist da los? Es ist gar nicht 3 Uhr morgens. Was machst du hier? Du bist doch nicht etwa krank und hast keine Arbeit. Wischiwaschi habe ich heute in SOS ohne reiche Ernte gemacht, weil man ihm nicht die Fähigkeit tauschen kann. Das ging aber auch gut. Die Fähigkeit ist quasi so echt, aber... Ich hätte gedacht, du kriegst dann die Fähigkeit, aber sie funktioniert halt nicht. Das heißt, Fähigkeiten, die auf ein Pokémon zugeschnitten sind, können nicht übertragen werden durch Fähigkeiten. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die geht dann einfach nicht. Wenn das ein Koriogel ist, dann bin ich zufrieden. Moment, aber das ist... Moment, ist Bluebella Gen 7? Nicht Bluebella, Dressella? Bluebella, Dressella, ist Dressella Gen 7? Nee, ne? Dressella ist... Nee, was ich meine, sind die beiden die Gottesanbeterin. Und das hier, nee. Was ist denn Dressella? Dressella ist Gen 5? Ich glaube Gen 5. Bidim, 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 bidim. Bin tatsächlich krank. Gute Besserung. Bist du so krank, dass du nicht mal das scheiß Giga-Event ausnutzen kannst, das Niantic verkackt hat? Nur um dir den Übergang zu Pokémon Go zu erleichtern. Ich weiß, du hast gerade schon in deinem Kopf überlegt, okay, wie bringe ich jetzt den Übergang zu Pokémon Go, der App, die Leo jeden Tag spielen sollte. Wieso haben sie verkackt? Du spielst auch gar nicht. Interessiert es dich?
Das System, wie Gigas funktionieren, keinem gefällt's einfach. Alle beschweren sich nur und mir gefällt's auch nicht. Sie hätten sich mehr ans Original halten sollen, finde ich. Hallo Redface. Sonnenkreissee. Creepy. Soll ich hier hin? Eigentlich habe ich mir so überlegt, Go erwähnst du gar nicht, weil Leo dann nur wieder darauf verweist, dass er über die Hauptspiele reden möchte. Ja. Ich habe sogar wieder mit Sleep angefangen. Und letzte Nacht habe ich anscheinend kein einziges Geräusch von mir gegeben. Wobei zeichnet eigentlich überhaupt der Pokémon... Heißt es Pokémon Go Plus Plus? Ja. Zeichnet der überhaupt Schnarchen auf? Doch, muss doch. Wie kacke wäre der denn? Hallo MRG LOL. Das zeichnet Schnarchen auf. Ey, dann habe ich letzte Nacht nicht geschnarcht. Oder zu leise. Ich habe einen Schalldämpfer drauf. Muss ich hier gar nicht lang? Ich glaube, ich muss hier gar nicht lang. Scheint, als müsste ich hier nicht lang. Danke, Spiel, dass du mich wohin schickst, wo nichts passiert. Obscurable. Sag ich das richtig? Oder Obscurdiable? Obscurdiable. Da bin ich auch hingerannt damals. Meine Musik sagt ja, ich meine, ja, das Spiel sagt einem nicht, dass man hin soll, aber man muss es sich doch kurz anschauen. Bei dieser ominösen Musik. Hallo Fabian. Ja, jetzt wo die Go-Raids oder die Giga-Raids da sind, ist es ein bisschen besser, weil du nicht mehr das Problem hast, die ganze Zeit volle Power zu haben. Das war das Nervigste, dass du die ganze Zeit... Du kannst keine Power mehr einsammeln. Okay. Du hast zu viele Kraftpunkte. Ja, was soll ich damit machen? Nichts. Jetzt kann man wenigstens mit den Kraftpunkten was machen. Aber trotzdem ist es so, alles ist voller langweiliger Wollies und das ist alles langweilig und viel zu einfach, aber das ist ja erst der Einstieg. Vielleicht wird es dann auch voll cool. In der Raids gibt noch keine Gigas. Ich sag immer Gigas zu allem. Ich sag zu allem Giga. Das Feature ist Giga. Mega, Giga, Terra, Peta. Die Mega-Entwicklung finde ich immer noch uninteressant. Ach ja, wir gehen ja jetzt zu dem Skulldorf, glaube ich. Zu dem Graffiti-Town. Sticker. Was ist das für eine geile Alola-City-Wohnung hier? Alola-City, Alola-Mauzi-Wohnung. Peter wird übersprungen. Bin echt gespannt, ob sie es durchziehen. Mir ist es ja erst ab Terra aufgefallen. Ich glaube, vielen ist es erst ab Terra aufgefallen, dass sie es so weit treiben. Aber Peter, also da muss man, glaube ich, sehr tief in die Kreativmütze fassen, um eine coole Sache zu finden, die mit Peter gut klingt. Was mich noch irritiert, es gibt im Pokédex zwar einen Teil für G-Max, auch nicht für Dynamax. Aber ist es nicht oft so? Ich habe letztens erst einen Dex freigeschalten für Glücks-Pokémon. Ich glaube, du musst erst 10 oder so haben, dass überhaupt der Pokédex dir angezeigt wird. Und so viel Dynas gibt es noch gar nicht. Also ich schätze mal, dass es noch kommt, sobald du zum Beispiel 10 gefangen hast, die unterschiedlich sind.
Peter-Minimierung. Aber es ist Peter-Minimierung. Ich weiß auch gar nicht, heißt es auf Englisch auch Petter? Megat, Mega, Giga und Terra ist halt sehr... Das heißt, glaube ich, überall gleich. Es kann sein, dass es auch überall Petter heißt. Peter, Petter. Weiß nicht. Mal schauen. Ich glaube nicht, dass sie weitermachen. Was würde nach Petter kommen? Was noch Dümmeres, ne? Ultra. Ultra wäre einfach. Ultra gibt's, glaube ich, gar nicht. Eine Festplatte mit 5 Ultrabyte. Peter Griffin kommt danach. Oh, hier, jetzt. Aber jetzt ist es männlich, aber... Männlich, Georock. Ich kann dich gar nicht entwickeln. So, oh mein Gott. So einfach. Aber ich muss dich brüten, um einen Kleinstein zu kriegen. Hallo? Stopp! Weißt du, wie unmöglich... Was? Weißt du, wie selten es ist, 5 hintereinander zu schaffen? Sind das nicht jedes Mal 33%, dass es über die 2 rausgeht? Du kleiner Drecksack, dann mache ich jetzt Parasek, weil ich kann. Pass auf Finale auf. Okay, vielleicht mache ich doch nicht Parasek, sondern ich schmeiß einfach einen Ball. Weißt du, ob man nur Gen 1 und 2 von Pokémon dann direkt auf Home machen kann oder auch die anderen, wenn man es auf dem 3DS drauf hat? Du kannst alles. Solange du die Originalspiele auf deinem DS spielst, kannst du alles. Du kannst auch Gen 3, du kannst alles übertragen. Du kannst jede Gen übertragen auf Home. Und ich habe ein fettes Video dazu gemacht und ich bin beleidigt, dass du das nicht gesehen hast anscheinend. Gib ein bei YouTube Leo's Mind Transfer. Du bekommst ein fettes Video, wo du zu der Stelle gehen kannst, die dich interessiert, wo ich genau erkläre, wie du aus welcher Gen welches Pokémon wie nach Home kriegst. Weil es ist verdammt schwierig und aufwendig, 3, 4 und 5 auf Home zu kriegen, aber es geht. Gehen tut alles. Jede Gen funktioniert. So, Georock, abhaken. Sollen wir noch eins fangen, wenn wir schon hier sind? Bleiben die Felsen zerstört, wenn ich sie einmal zerstöre? Falsch. Ich will doch drum bitten. Du hast es dafür schon öfter angeschaut? Nice. Mit der Gemordeten geht's auch nicht direkt, das war die Frage. Mit einer Gemoddeten geht alles, weil du dann einfach die Pokémon natürlich auf, also übertragen kannst. Auf einem USB-Stick, quasi jetzt blöd gesagt. Redest du von gemoddeten 3DS oder gemoddeten Switch? Also bräuchtest beides. Du brauchst einen gemoddeten 3DS und eine gemoddete Switch. Dann kannst du einfach das Pokémon buchstäblich auf dem USB-Stick tun und den USB-Stick in deine Switch reinstecken und oder eine SD-Karte und das Pokémon runterziehen auf Karmesin und Purpur oder Home. Klar. Wenn buchstäblich, vergiss das nie, wenn du was moddest, kannst du alles machen, was deine Vorstellung dir gibt. Alles ist möglich. Wenn du Bock hast, kannst du dir 1000 Shiny Meluetas geben. Was nicht möglich sein sollte, aber du kannst alles machen. Hallo Delta. Dein gemoddeter 3DS kocht für mich. Alles. Alles geht. Wie wäre rechts besser gewesen? Das ist, ja,
Ich weiß noch nicht, wie die Gigas dann laufen werden, wenn irgendwann ein starkes Giga kommt. Wahrscheinlich wird es Glurak sein oder sowas. Aber sie haben es auf jeden Fall sehr... Sie haben nicht nachgedacht, wie sie dieses Event starten. Allein, ich finde, man sieht, wie sie einfach nicht mehr nachdenken bei sowas. Der Startbildschirm von Pokémon Go ist so dumm gerade. Auf den ersten Blick ist er unglaublich episch. Aber du hast drei Sachen. Warum haben die drei Sachen in ein Event gepackt? Du hast den Release von Gen 8 Startern. Du hast das Halloween-Event, was alles so gruselig aussehen lässt, plus Giga. Warum machen die alle drei Events auf einmal? Es ist so, ich glaube, das ist das schlechteste Start-Ladebildschirm-Bild, was wir jemals hatten, weil du drei Geschichten in einem Bild erzählst, die alle nichts miteinander zu tun haben. Ich finde es so, es sieht zwar episch aus auf den ersten Blick mit Glurak und sowas, aber wenn du kurz hinguckst, siehst du dir, die Starter passen nicht in das Bild rein. Warum sind die drei Starter da, als ob einfach so, okay, wir müssen die drei Starter noch reinpacken. Aber übrigens haben wir Giga, Glurak. Ah, und alles muss gruselig sein, weil Halloween. So dumm, einfach so undurchdacht. Die haben null Bock mehr auf diese App selber. Wie mache ich dieses Tier kaputt? Hallo Jay. Du möchtest so machen wie du. Du hast dein DS jetzt eingeschickt. Eingeschickt? Um was zu tun? Modden ist ganz... Also wenn du dein DS modden möchtest, ist das ganz einfach. Da solltest du kein Geld für ausgeben. Das hättest du selber in einer halben Stunde geschafft. Jeder schafft das. Ganz, ganz einfach. Fabian, du bist ein Georok. Das, was wir gerade suchen. Du selber bist Georok. Die Startbildschirme werden seit 6 Monaten von KIs erstellt. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich weiß nicht, was du da für eine Quelle hast, aber das würde ich nicht so schnell behaupten. Außer du weißt es und Niantic hat das selber gesagt. Aber es sieht so aus. Weil so schlecht sieht das Bild aus. Kann mein 3DS meine Hausaufgabe machen? Ich meine, du kannst mit einem gemoddeten DS ins Internet und dann ChatGPT fragen, also ja. Würdest du die 3 Vivillons, die man mit nur ausländischen DS-Systemen bekommen kann, tauschen? Das bringt ja nichts, wenn ich die tausche, weil die haben meine OT. Stört dich das nicht, dass die dann nicht deine OT haben? Also ich habe die nur einmal, ich habe nicht mehrere. Wenn du einfach die nur willst, als Dex-Eintrag und dir ist die OT egal, dann gehen Pokémon Home einfach auf Tauschen und die werden die ganze Zeit getauscht. Also es ist super einfach, die regulär zu kriegen. Das Schwere ist, sie mit deiner OT zu bekommen. Oder was ist dein Plan? Künstliche Inkompetenz. Redface, du bist ein Alpollo. Gut. Slimer killt mich. Sag Bescheid, wenn ich zu diesem Felsen komme, der meinen Akkub entwickelt. Ich hab langsam Bock auf einen Donarion. Darf ich noch Attacke machen? Irgendwann? Darf ich noch eine Attacke machen? Hat der 10-mal Komprimator gemacht oder was ist los? Okay, Phoenix heißt aber nicht, dass sie AI benutzen. Darf ich eine Attacke machen, du Drecks...
Schleim? Was? Was ist denn mit... Warum geht denn meine Kreuzschere nicht? Hat es echt Komprimator gemacht? 10-mal? Oh mein Gott! Ich sag doch, Gen 7 ist kacke. Deswegen. Mein Parasect muss jetzt regeln. Wie? Ich bin schneller als Slimer? Krass. Er hat echt Komprimator irgendwie 3-mal gemacht. Mich bringt ein Skull um mit einem Slimer, was nicht treffbar ist. Ich muss auf den Tenkarat-Hügel auf der ersten Insel. Also es ist auf der ersten Insel. Ich muss nur mein Pferd haben. Das heißt, jetzt wo ich das Pferd habe, könnte ich da hingehen. Mir geht es darum, dass sie aus Carlos kommen sollen, die Vivillons, und deutsch sind. Außerdem akzeptiere ich keine OTs, wo ich nicht genau weiß, wo es herkommt. Okay, aber ich habe keine für dich. Ich hab das nur einmal gemacht. Ich gehe da nochmal hoch. Ich sehe das nicht ein. Ich gehe da jetzt nochmal hoch. Was ist mit diesem dummen... Achtung, gleich kommt der 22. Tod von Fluffluff. Niantic macht nicht mehr viel selbst. Das kann ja gut sein. Kann man die Vivillons in Capo bekommen? Ja. Habe ich ein Tutorial-Video dazu gemacht. Du kannst jedes Vivillon in Capo kriegen. Sehr einfach. Aber du musst Pokémon Go spielen. Das beste Spiel auf dem App-Markt. Ibitak ist hier Zubat. Fluffeluff. Nummer 22. Fluffeluff überlebt. Der Kampfgeist von Fluffeluff ist riesig geworden. Erdnussbutter schreibt Shiny Hand. Okay. Hallo Thomas. Käsebrot. Mark O'Brien schreibt Käsebrot. Shiny Brot. Kombination. Aber irgendwas Neues. Das ist nicht neu, das ist Gen 5. Ich liebe dich, Zurokek. Aber ich kann nicht mit dir anfangen. Aber ich knirsch dich ein bisschen, okay? Falsch rum. Knirscher ist schlecht. Kampf ist gut gegen Unlicht. Aber ich mach... Ich hab keinen Kampf mehr. Hallo Herr Benz. Fabian sagt Gurke. Bauen wir ein Sandwich. Mauri sagt Tomate. Du hast doch einen Gameboy Player auch für den Gamecube. Brauche ich da eine bestimmte Seriennummer? Dachte, da hättest du mal was gesagt. Nee.
Hardware ist immer... Okay, die Steine gehen nicht für immer weg. Hardware ist immer region-free. Das heißt, jedes Kabel, jedes Accessoire wird immer funktionieren. Oh krass, einfach Cesurio hier. Also ein Gameboy-Player, die Hardware, funktioniert mit jeder GameCube. Also ob du... Du kannst, so wie ich es gemacht habe. Ich habe japanische Gameboy-Player gekauft und an europäische GameCubes dran gesteckt. Was ich gerade nicht weiß, ist, ich glaube, nicht jede GameCube, oder? Doch, ich glaube schon, jede GameCube sollte Gameboy-Player nehmen. Aber du solltest sowieso immer GameCube Doll 001 kaufen. Die 101 GameCubes sind lang nicht so gut. Wenn du dir eine GameCube holst, acht immer drauf, dass es 001 ist. Doll 001. Ich glaube, in meinem GameCube-Video sage ich das auch, welche GameCube richtig ist. Aber ich glaube, es heißt 001. Ich glaube, der Gameboy-Player geht in jede GameCube rein und die Region ist sowieso komplett egal. Mariko hat 105 Streams hintereinander angeschaut. Da muss ich mal wieder einen Keil reintreiben und mal gucken. Sonntag um 5 Uhr morgens bin ich hier. Cesurio läuft ja einfach rum. Ist schon ein bisschen krass, finde ich, dass hier Cesurio rumläuft. Aber ich will noch ein Georock. Hallo Danu. Noir Knight Raven, du bist ein Maxax. Maxax. Ja, Maxax. Hans Eron ist hier. Maxax ist da. Ja, ich habe eine Frage zu den Operator. Möchte in Gen 3 ohne RNG-Manipulation handeln. Jetzt kann man beim Operator ja das Spiel beschleunigen, was das Resetten ja schneller macht. Macht das Sinn oder trifft man da zu oft selbe Frames? Blickt da bei Gen 3 noch nicht so ganz durch. Gen 3 ist sehr schwierig, was Frames anbelangt. Aber allgemein gesagt, im Gegenteil. Wenn du das Spiel beschleunigst, ist es natürlich noch um einiges schwerer, den gleichen Frame zu treffen, weil die Frames noch schneller an dir vorbeirasen. Wenn wir sagen, wir mal das Spiel mit 60 Frames läuft, was es tut, und du machst es doppelt so schnell, dann laufen 60 Frames auf 120, also alles geht doppelt so schnell. Und dann triffst du natürlich den gleichen Frame noch schwieriger. Die Frage, die ich mich stelle, du möchtest kein RNG machen, aber du möchtest vorspulen. Ich persönlich, aber das kann dir egal sein, ich persönlich finde vorspulen mehr Cheaten bei Shiny Hunten als RNG oder was auch immer, weil du kannst so krass vorspulen, dass du ein Reset in 3 Sekunden machst. Also, du musst noch nicht mal eine Taste gedrückt halten oder sowas. Es läuft einfach alles sau viel schneller. Also korrigiert mich, aber ich glaube, da alles doppelt so schnell läuft, ist es noch schwieriger, den doppelten Frame zu treffen. Aber Gen 3 allgemein ist sehr komplex, was die Frames anbelangt, weil, ne, wenn die Batterie leer ist, dann resettet es den RNG und du hast immer die gleichen Frames. Wenn du Smaragd spielst, hast du sowieso immer die gleichen Frames. Ich glaube, das weißt du, oder? Oder was ist genau? Hast du noch andere Bedenken? Okay, das war Quatsch. Ich will zu der Skull. Hallo, Toni. Bei dir ist die Serie letztens gecrashed, aber vermutlich, weil ich unterwegs mit dem Handy drin war. Handy sollte eigentlich auch zählen, aber die App ist eh für den Arsch. Was ist denn da los? Warum ist das so schlecht, Feuer? Warum? Ist doch nix. Mangus, du bist doch nix. Du hattest gerade Hisui Akani. Sehr, sehr gut.
Scheiß auf dieses Tier. Ist Georok hier so selten? Hatte ich wieder beim ersten Encounter so viel Glück? Hey Tigrisa. Gestern kam Shiny Ho-Oh bei 2663. Herzlichen Glückwunsch. Ich hab vergessen, in welchem Spiel du es machst. BDSP? Nein. Ultrasonne, Ultramond, oder? Können diese hässlichen Mango Spectre mal abhauen? Georok gibt's auf der Route nicht. Okay, und was habe ich dann für einen Georok gefangen? Kühner, du warst doch hier, als ich gerade einen Georok in diesem Feld gefangen habe, wo ich gerade stehe. Wie kannst du sagen, dass es hier keinen Georok gibt, wenn ich hier gerade eins gefangen habe? Ihr wart live dabei. Es war ein Zoroark. Verdammt, stimmt. Oder ein Ditto. Oder Mew. Ich glaube, ich habe Mew gefangen. Didi. Habe mir so zwei, drei Videos dazu angeschaut. Den Unterschied zwischen Feuerrot und Blattgrün ins Markt habe ich noch nicht so ganz verstanden. Aber im Grunde wird beim Starten des Spiels jeder Frame festgelegt, bei welchen Frames ein Pokémon Shiny ist. Hätte ich also 5x Frame 100, dann habe ich 5x dasselbe Pokémon. Liege ich da richtig? Korrekt. So, jetzt ist mein Team wieder halb tot. Geh ich da lang? Ne, warte mal. Gehe ich hier lang? Krass, wie man schon sieht, dass es hier einen Kampf geben wird. Du kommst da nicht runter. So, die besiegt mich jetzt wieder. 20% Georok? Und ich krieg keins? Wow. Neves, also du kannst dich da nicht zu 100% auf mich verlassen, was ich jetzt sage, weil es ist kompliziert und ich vergesse es immer wieder. Ich informiere mich und dann einen Monat später habe ich es wieder vergessen. Aber was ich dir 100% weiß, Smaragd. Also Smaragd, Smaragd, Saphir und Rubin haben Batterien. Feuerrot und Blattgrün haben gar keine Batterien. Also Feuerrot und Blattgrün hat nicht das Problem. Wenn in Saphir, Rubin und Smaragd die Batterie leer geht, hat quasi die Batterie kümmert sich um RNG. Also jedes Mal, wenn du das Spiel neu startest, kriegst du einen neuen Seed. Und wo Shinies sind, ist komplett neu verteilt. Komplett zufällig. Wenn die Batterie leer ist, dann hat es viele Auswirkungen, aber eine Auswirkung ist, dass es eben kein RNG mehr gibt, sondern je nachdem, was für eine OT du auswählst, was für eine SID du hast, hast du einen fixen Seed. Der Seed ist nicht bei jedem Spieler gleich, aber er ändert sich nicht mehr. Du hast einen Seed, wenn du Saphir, Rubin oder Smaragd mit leerer Batterie spielst. Das heißt, du kannst immer noch Shiny hunten. Aber es besteht halt einfach die Gefahr, dass du die gleichen Frames triffst, weil du zufällig zur gleichen Zeit immer A drückst. Da geht es aber nur um Statische. Wenn du wilde Pokémon huntest, ist es ja vollkommen egal, weil du die ganze Zeit in der Wildnis rumrennst. Das heißt, wenn du mit leerer Batterie Shiny huntest, dann solltest du immer weitermachen. Du solltest nicht das Spiel neu starten, weil dann startest du wieder bei Null und schaust die gleichen Sachen wieder an. Das heißt, einfach immer weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und sobald du die Konsole ausschaltest, fängst du wieder bei Null an. Aber das macht nichts, weil dann guckst du dir halt den gleichen Pool an Frames an, aber du wirst halt nicht wieder die gleichen Frames treffen, natürlich. Aber deswegen immer flüchten, weitermachen, weitermachen, weitermachen und nicht neu starten. So, jetzt habe ich die drei in einen Pot geworfen. In Wirklichkeit ist es aber leicht anders. Das mit leerer Batterie
ist das Problem bei Saphir und Rubin. Bei Smaragd ist ein Fehler. Das heißt, selbst wenn Smaragd eine volle Batterie hat, ist es trotzdem so. Also Smaragd hat einen Bug, dass es kein echtes RNG gibt. Das RNG, es gibt sowieso kein echtes RNG, aber das RNG bei Smaragd wird immer am Anfang, wenn du das Spiel kreierst, einmal erstellt und bleibt immer gleich. Feuerrot und Blattgrün, soweit ich weiß, haben alles funktioniert ganz normal. War das deine Frage? Aber mit neuer Batterie ist es wurscht, oder? Ja, wenn du Saphir und Rubin spielst, ist mit voller Batterie hast du ganz normales RNG wie in jedem Spiel. Aber Smaragd wirst du nie richtiges RNG haben. Deswegen weichen ja Leute, und ich habe das ja auch gemacht, für Deoxys bin ich auf Feuerrot und Blattgrün ausgewichen, weil da das RNG nicht kaputt ist. Hallo Verox. Hallo Daniela. Kannst du aufhören, Komprimator zu machen? Gott sei Dank. Was für ein schrecklicher Gegner. Feuerrot und Blattgrün haben keine Batterien. Genau. So habe ich angefangen zu erzählen. Die haben keine Batterien. Da haben sie dann irgendwie die Technik geändert, dass sie umgestiegen sind auf RAM-Speicherung anstatt Batteriespeicherung oder andersrum. Ich weiß es nicht. Da ist das Item. Also nochmal hoch. Vielleicht ist das ja, weil es hier regnet, ein Donner-Item. Ach, hier ist noch einer. Also macht es wenig Sinn, Rayquaza per Soft-Reset zu hunten. Du kannst das machen. Du kannst auf Smaragd Shiny hunten ohne Probleme, du solltest halt nicht flüchten. Du solltest halt nicht soft resetten, sondern flüchten. Das heißt, du gehst zu Rayquaza hin, startest den Kampf, schaust, ob Shiny ist, flüchtest. Gehst wieder zurück, wieder in den Raum rein, wieder raus, Rayquaza ist wieder da, schaust, es dauert halt länger oder vielleicht dauert es noch nicht mal länger. Aber du musst halt flüchten und wieder anschauen, damit der Seed immer weitergeht, anstatt wieder auf Null resettet wird. Die Chancen sind die gleichen und solange du flüchtest, wirst du auch keine doppelten Frames bekommen. Zumindest nicht in einer Session. Sobald du die Konsole ausmachst und wieder anmachst, hast du resettet und du startest wieder den Seed bei Null. Und du könntest zu einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit die gleichen Frames sehen. Hallo Philipp. Nachdem Groudon kam, wird meine nächste Hand nun Boreos und Vesprit sein. Ich meine, ist Vesprit nicht das, was wegläuft? Aber du machst es in Schwert und Schild, oder? So, dieses Ding machen wir mit Rambos weg. Akub kannst du auf der anderen Seite von der Insel, wo du bist, entwickeln. Aha, also doch nicht auf der ersten Insel. Hallo Anne. Lübeck bei Route 13. Okay. Vollgott, hast du gesehen, wie ich dich im Video erwähne? Durch einen leichten Text unten. Bist du stolz auf deinen Witz? Vollgott, habe ich ihn gut erzählt? Jetzt wird ein Schuh draus, danke. Ich habe das auch in meinem RNG-Video kurz erklärt, beziehungsweise auf das Video von Papa Heffe verwiesen. Der erklärt das nochmal und natürlich so jemand wie I am Blissey erklärt das auch in Videos. Wenn du es wirklich noch genauer wissen willst, wie das funktioniert. Also bildlich. Es macht Shiny Hunten auf einmal sehr mathematisch und man denkt sich so, oh mein Gott, wie habe ich jemals ein Shiny gefunden, wenn es so funktioniert im Hintergrund. Hallo Gannon. Was ist denn die Challenge für diese Gen? Micha, das Spiel durchspielen im Moment. Was schlägst du für eine Challenge vor? Ich weiß nicht sowieso, wie auf Challenges kommt. Habe ich jemals das Wort Challenge in den Mund genommen bei Origin Dex? Wahrscheinlich. Warum flüchte ich eigentlich nicht? Ich habe es gesehen und ich war ein bisschen baff. Baff, wie schlecht der Witz dann doch ist, wenn man ihn ausspricht. Ich muss selber so lachen, als ich diese Meme gefunden habe von Picard, wie er einfach so... Und dann dieses ewig lang und dann dieses leise so...
Da ist es. Ich guck weg und schon ist es da. Jawohl. Fuck. Leo, du brauchst Nassmacher. Nimm doch einen Morlord. Chill. Ich schmeiß Pokebälle. Challenge für alle Pokémon mit versteckter Fähigkeit. Ja, das war aber auch eine Challenge. Das war herausfordernd. Das war nervig. Die Challenge für dieses Spiel ist das Spiel. Ich würde sagen, die Challenge ist hier, das Spiel durchzuspielen, ohne den Verstand zu verlieren. Du hast halt als Beispiel Shiny Arctos und Gen 1 gehuntet. Ach, sowas meinst du? Meine neuen Gens, neuen Shinies. Hier ist die Shiny-Hunt irgendwann, wenn ich alle anderen habe. Also ich habe ja Deoxys war das letzte, also Giratina ist als nächstes dran. Dann ist Kyurem dran. Dann in Gen 6 ist Quaffaff dran, was glaube ich sogar am schwierigsten wird. Ich habe Bock eigentlich in Gen 6 Pandya zu machen, aber Pandya ist halt nicht wirklich ein Gen 6 Mon. Das ist ein bisschen blöd. Aber Pandya, glaube ich, wäre cool in Gen 6 zu machen. Und Gen 7 ist das Cap Pikachu. Ist in Ultrasonne Mond besser? Ja, darum geht's aber nicht. Es geht nicht darum, dass es einfach ist, im Gegenteil. Ich will Shinyans machen, die cool sind und nicht einfach. Warum Quaffaff am schwierigsten? Weil Quaffaff eine Spawnrate von 10% hat. Das ist ja doch ein bisschen wenig. Klar, es ist nicht so schlimm wie 1%, aber die ganze Zeit im Gras zu rennen und das, was man in Shiny will, nur zu 10% überhaupt auftaucht. Und dann auch nochmal, also es ist quasi jedes Mal, wenn du im Gras rumläufst, 1 zu 4000 mal 10. Also die Chance auf einen Shiny Quaffaff ist 1 zu 4000. 40.000. Deswegen ist vielleicht was anderes besser. Ich weiß nicht, ich wüsste nichts anderes in Gen 6, was man Shiny hunten kann, was Gen 6 ist und cool ist. Hallo Prani. War nicht in Gen 7 Typ 0? Ja, Gen 7 ist Typ 0. Oder Venikro. Venikro sieht eigentlich cooler aus. Wenn man Illumise brütet, können Illumise und Volbeat rauskommen und umgedreht genauso. Hab's die Tage mal getestet. Okay, krass. Ich dachte mir, da war nämlich irgendwas. Aber dann hast du ja gesagt, du testest es mal. Aber ich hätte es echt nicht gedacht, weil es ist ja eigentlich bei Miltank und Tauros ist es ja auch nicht so. Agioyon, Shiny auch wild. Agoyon, was ist nochmal Agoyon? Was ist nochmal Agoyon für ein Pokémon? Machst du ein Schwert und Schild mit DLC? Klar. Im DLC sind schließlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 neue Pokémon. 9, wenn du Sarut und 10 nochmal Sarut mitzählst. Achso, Agoyon, ja, Agoyon. Achso, Venikro wird zu Agoyon. Die Spritze. Okay, kein Bock mehr auf Georock. Vielleicht kommen wir echt irgendwann mit Nassmacher zurück. Ich meine, ich sollte ja auch Nassmacher bei Meteno benutzen. Also am Ende brauchen wir es eh. Steinhage, schau, gar nicht mal so eine schlechte TM. Ein weiter Weg. Soll ich hier noch nach... Hier gibt's doch... Dingens. Nee, ich will Story weitermachen.
Was passiert hier eigentlich dauernd, wenn ich dieses Geräusch höre? Hier war gerade so ein Geräusch wieder. Da, was ist das? Was ist das für ein Geräusch? Achso, das ist ein Kamerading. Pokémon-Sucher? Achso! Da ist ein Floyd. Mehr kann ich gar nicht. Kann ich zoomen? Reicht das? Nicht schlecht. Reicht anscheinend nicht. Wie kann ich zoomen? Kann ich zoomen? Soll ich das denn sonst fotografieren, wenn ich nicht zoomen kann? Was ist das? Ach, das ist wahrscheinlich Bewegungssteuerung. Okay, ich kann nicht zoomen. Wie soll ich denn dann hier ein Bild machen, wenn ich nicht zoomen kann? RL Start. Das war doch immer LR Start Select. Warum ist das Select auf einmal weg? Es war immer LR Start Select. Es war immer LR Start Select. Ich habe nicht gespeichert, du Bastard. Mein Georock ist weg. Ich dachte mir so LR und dann macht er das Bild, denke ich mir, es macht keinen Sinn. Start Doom. Aber es war immer LR Start Select. Wo ist das Select auf einmal hin? Ultrason ist so ein Kackspiel. Es ist so ein dummes Spiel, dass sie einfach den Select-Knopf entfernen bei der... Warum machen die den... Ich muss Bilder machen und dann kann ich besser Bilder machen. Okay. Start oder Select ist mit R und L immer Reset. Nein, es ist LR, Start und Select. In Gen 4, Gen 5 und Gen 6. Vielleicht nicht Gen 6. Seit wann ist es nur eine Taste? So ein Kack. Marco erholt sich kurz als Strafe. Ich meine, ich kann es nicht ungestraft an mir vorbeigehen lassen. Ich brauche einen Highscore von 10k, um die Fotopunkte zu bekommen. Okay. Im Häuschen ist noch ein Sticker. Okay. Speichere ich das Spiel nicht automatisch? Was? In welchem Jahrhundert lebst du? 2024? Glaubst du nicht, dass man in einem 3DS-Spiel automatisches Speichern hat? Du siehst doch, dass es nicht automatisch speichert. Glaubst du, ich hab's ausgestellt oder was? Daniela ist nur neue Spiele gewohnt. Natürlich wird er. Doch. Das Fluffluff wird natürlich als tot gezählt. Wir sind bei 23 toten Fluffluffs. Zugegeben, stellen wir heute zutage das Autospeichern aus. Mein Autospeichern ist an allen Spielen. Im Shiny Hand machst du es aus. Und danach mache ich das sofort wieder an.
Genau, hier wäre es hilfreich gewesen. Vielleicht wäre hilfreich gewesen, weil man einfach die Hotkeys oder alles mögliche Kombos, die Pokémon benutzt, vielleicht mal gleich lässt. Anstatt sie dann auf einmal zu ändern. Und Vierer ist 111. Okay. Und was ist 112? So, Schau bin schon weiter als vorhin. Das ist gefährlich. Ihr braucht schon Steinhagel. Team Skull, ich bin vulgär, hat sie gesagt. Marco, ich weiß es natürlich, dieses dumme Spiel, warum registriert es, warum ist es nur Start, seit wann? Ist es seit Gen 6 so, dass es nicht mehr Select braucht? Das war auch extra dumm von mir. Du musst keine... Marco hat einen Sub zu Georock geschenkt. Warte, ich muss Georock noch... deselecten. Danke Marco für den Sub an Georock. Das ist wild. Was will ich hier wild? Noch ein Krabox? Noch ein Krabox? Red Face. Dankeschön für 10 Subs, Red Face. Da! Zettel, da steht's. Red Face, vielen, vielen Dank. Danke. Wieso? Du hast keinen Fehler gemacht. Marco war der Arsch. Aber der Witz wird so oft gemacht. Alte 4. Ich bin lustig. Dass es eigentlich schon echt blöd war, dass ich darauf reingefallen bin. Aber da stand ja nicht RL Start Select, sondern nur RL Start. Das ist ein Bullshit. Dass das eine Taste weniger ist auf einmal. Gladiantri zum ersten Mal. Das Soft Reset ist cool, Maskomidrum muss nur Start drücken. Ja, ob du jetzt Start oder Start Select drückst, ist doch eh nebeneinander. Die Mühe, die ich mir gebe, bei Giratina immer Start und Select zu drücken. Hier schaffen sie es auf einmal ab.
Hey, sind die mal klug und lassen mir nicht einfach rein? Woher kennt man dieses Gesicht? Ich kenne auch dieses Gesicht. Ist der in Legends Arceus? Solltest du es nicht schaffen, werde ich deiner Familie Blumen schicken. Was ist das für ein krasses Attack on Titan Städtchen. Israel, hallo. Gebiet findest du cool. Wer hätte es gedacht, man kann durch die Hecke. Sieht etwas so aus wie der normale Arenaleiter in Kapu. Aoki. Stimmt. Stimmt. Vielleicht denke ich daran. Geh gleich mal ins Pokémon Center. Warum wurde die Nachricht gelöscht? Wegen Backseat Gaming. Knallhart. Sieht der eine Händler in PLA nicht auch so ähnlich aus? Ich glaube, irgendwie kenne ich das Gesicht. Okay, Kühner, hör auf, mich zu spoilern. Hör auf zu sagen, wo ich hin soll. Das Schöne an etwas, wenn man es noch nie gespielt hat, ist, dass ihr seht, wie es ist, wenn man es noch nicht gespielt hat. Also sag mir nicht, wo ich hingehen soll. Aber ja, dann gehe ich jetzt ins Pokémon Center, weil da irgendwas Cooles passiert. Für einen Jean-Claude Van Damme Stance, der Typ. Geil, jetzt bin ich den ganzen Tag müde. Weil ich heute um 8 aufstehen musste. Um dann auch noch angerufen zu werden, als ich vor der Tür stand vom Arzt, wurde ich von denen angerufen, wurde gesagt, können Sie eine halbe Stunde später kommen. Und weil ich eh eine halbe Stunde früher da war, musste ich dann eine Stunde warten. Draußen im Kalten. Es hat hier übrigens 10 Grad. Das ist der kälteste Sommer in, gar nicht mal so lange, anscheinend 10 Jahren oder sowas hier. Schrecklich. Dafür haben wir in Deutschland den heißesten Sommer. Ja, ihr habt den heißesten Sommer seit der Wetterforschung. Wir hatten heute Morgen 6 Grad. Okay, du gewinnst. Heute am Rosandu-Jahrestag, gratuliere. Warum weißt du das? Creepy. Warum? Hör auf, das zu wissen. GSP Live, du bist ein Zeberitz. Toasty. Du bist ein Urgel. Was hast du hier zu suchen, Bro? Wir stehen hier im Dunkeln, haben null Bock auf Munkeln. Die rappen. Nur Beats richtig derbe sind unsere Gewerbe. Wir sollen Wache stehen, doch wollen Däumchen drehen. Was willst du, ein Kampf? Ach komm, lass den Krampf. Anpan. Platz hier nicht rein, wie ein wildes Kleinstein. Wenn du meinst, dass Team Skull an nix denkt als Krawall, hast du leider einen Knall. Dann, das ist nicht der Fall. Wir wollen nur hier gammeln und gechillt Staub ansammeln.
Hier im Pokémon Center herrscht Stromausfall. Und zwar permanent her. Komm, bring Licht ins Dunkel mit Münzen, die funkeln. 10 Stück an der Zahl, das reicht allemal. Wirf sie in den Rachen, um dein Team fit zu machen. Das ist aber jetzt nicht das Coole. Das war jetzt das, was das Coole. Ich hasse die Stelle. Ich werde niemandem jemals empfehlen, in dieses Pokémon Center reinzugehen. Du hast es selber erzählt. Ja, also warum sagst du eine Stunde später Gratulation? Das ist voll seltsam. Was jetzt gerade eingefallen ist, macht alles keinen Sinn. Stop it. Hallo, kämpf mit mir. Du hast schon 3 Shiny Zweeps gefunden. Respekt, gut, gut, gut. Mal weiter. Ghost Hall, hallo. Vierundzwanzig tote Fluffeluff sitzen auf dem Ast, hängen vom Ast. Hallo Falgarian. Mollung ist ja sowas von tot bei Boden. Mollung, es tut mir leid. Oh, der kleine Pisser weiß, dass er stirbt. Ein letztes Aufmüpfen. Und dann, als ich wieder hier war, kam direkt, was schon sehr nice war. Ich musste nicht 5 Stunden warten oder die ganze Zeit mich fragen, wann kommt er denn endlich. Der Boiler-Installateur, der Boiler-Reparateur. Und hat rausgefunden natürlich, dass der Boiler perfekt funktioniert. Und dass das Problem woanders liegt. Anscheinend sind es kaputte Ventile, die dafür sorgen, dass die Heizung nicht funktioniert. Das heißt, es hat hier 10 Grad draußen und es ist so kalt und wir haben keine Heizung. Yippie! Haben gesagt, das schlechtes Pokémon-Spiel schon oder wurde es verschoben? Schau, deswegen sollte ich nie irgendwas ankündigen, das ich irgendwann mache, weil Leute tatsächlich dann sich das merken. Warum merkst du dir sowas? Ich weiß nicht, wann ich das mache. Anscheinend nicht heute. Wie viele Shiny Zweeps hast du schon? 50. Ich habe 50 Shiny Zweeps und keins wurde zum Dreier. Na bravo, wie lange stand denn die Wohnung vorher leer?
Die hier stand vor uns, glaube ich, 3 Monate leer. Davor waren 2 Jahre lang Leute drin und davor stand die Wohnung 10 Jahre leer. Wo ich mir denke, was für eine Geldverschwendung. 10 Jahre. Ich würde mich noch nicht mal trauen, 10 Jahre eine Wohnung leer stehen zu lassen, wenn man bedenkt, dass Leute einfach obdachlos sind. Wie asozial. Und dann wurde sie gekauft von unserem jetzigen Landlord. Aber anscheinend hat die Heizung immer funktioniert. Ich vermute einfach, dass die letzten Mieter die Heizung falsch benutzt haben. Und ich jetzt der Erste bin, der diese Heizung irgendwie richtig benutzen will. Und dann jetzt auf einmal fällt auf, Moment mal, die geht gar nicht gescheit. Wie komme ich da hoch? Von hinten? Kamera, du Drecksstück! Warum winkt ihr? Okay, von drin komme ich dahin. Ich check das mit der Heizung nicht. Ich meine, kann passieren, aber die Ventile, alle Ventile auf einmal. Nee, ich kann es dir gerne genauer erklären, aber ich weiß nicht, ob das so interessant ist. Ja, der Vermieter konnte mir nicht so genau erklären, warum die 10 Jahre lang leer stand. Es war ja nicht, er hat die ja dann abgekauft. Aber anscheinend gab es irgendein Problem mit Verpachtung, irgendwas. Aber das verstehe ich alles nicht, weil egal ob Verpachtung oder irgendwas, du solltest immer eine Wohnung vermieten können. Warum, was hat denn das damit zu tun? Deswegen, ich habe den Grund nicht verstanden. Aber ist auch egal, er weiß es vielleicht auch nicht wirklich. 10 Jahre, es ist echt krass einfach. Nee, die Erklärung passt nicht, pass auf. Wir haben so ein automatisches System. Das heißt, wir haben ein Thermostat. Und in dem Thermostat kann ich einstellen, auch schedulen. Und es ist alles mit Smart Home und was nicht alles. Und bei dem Thermostat kann ich einstellen, ich will, dass der Raum, wo das Thermostat gerade drin ist, immer 20 Grad hat. Und dann, wenn es 19 Grad wird, dann geht die Heizung kurz an, bis wieder 20 Grad ist. Und dieses System macht den Boiler an. Und die Ventile, die einfach sagen, aufmachen, zumachen. Das ist ein einziges Ventil, leider bloß. Das wurde so schlecht in dem Abstellraum montiert, dass so ein kleiner Nubbel, der einfach nur auf und zu geht, immer gegen die Wand, der wurde gegen die Wand montiert, sodass jedes Mal dieser Nubbel nicht wirklich aufgehen konnte. Deswegen ging es ja auch manchmal, wenn ich es probiert habe, manchmal geht's und manchmal nicht. Dadurch, dass das jetzt so lange da so scheiße befestigt war, ist es halt jetzt kaputt gegangen und geht gar nicht mehr. Das heißt, es kann einfach sein, dass 2 Jahre lang hat es halt immer funktioniert, obwohl es schlecht montiert wurde. Und jetzt ist es aber so lang immer gegen die Wand aufgegangen, dass der Motor da drin vielleicht kaputt gegangen ist oder sowas. Und eigentlich haben wir sogar 3 Ventile, sodass du 3 verschiedene Räume steuern kannst. Also wenn da 20 Grad hat, dann wird es da 18 Grad und da. Was aber auch falsch gemacht wurde, weil alles steuert 1. Egal, es ist komisch. Und der vom Boiler hat sich nur gesagt, das sieht alles falsch aus. Ich bin aber der Boilermann. Ich bin kein Klempner, das muss ein Klempner machen. Der Boilermann geht jetzt wieder. Okay, Boilermann. Tschüss, Boilermann. Danke, Boilermann. Hallo Hedge Goodman.
Knock, knock. Gifthieb. Das hast du hier leider sehr oft, das ist allgemeine Stimmung. Aber auch also bei jedem, nicht nur Handwerkern oder sowas. Die Stimmung ist hier sehr im Alltag auch. Die irische Stimmung ist oft, passt schon. So, solange es jetzt kurz funktioniert, ist es mir egal. Und wenn dann in 2 Jahren ein Problem ist, ist es nicht mein Problem. Als unser Badezimmer renoviert wurde, war das auch die Stimmung von allen die ganze Zeit. Ah, mei. Aber das macht keinen Sinn. Ah, mei. Inshallah. Ich glaube, ich sollte Pampros an erster Stelle nehmen. Es scheint mir so, als hätten die oft Gift-Pokémon. Hm. Ganz neu für Rübel. Gift-Pokémon haben. Ja, ich habe auch gesagt, aber warum geht's dann? Da sagt er, keine Ahnung, aber ich kann Ihnen sagen, das Ding ist kaputt. Ich dachte mir auch, dann mach's halt weg, dann schraub's halt richtig hin, aber nee, das Ding ist halt kaputt. Hallo Fast Guy. Hallo Jay Gamer. Dankeschön für 1 Jahr Jay Gamer Genießung. Dankeschön für dein Tier 3 Jay Gamer. Hier, Zettel, Zettel, Zettel. Dankeschön. Gifthieb. Gifthieb. No way, erwidert. Eneko-Kakao. Eines der Lösungswörter. Gifthieb, Eneko-Kakao. No way. No way. J-Gamer, du bist ein Fleckmon. Wo komme ich denn da hin? Achso. Okay, ich kann um die Seite reichen. Gifthieb, Eneko, irgendwas und... No way! Die Musik allgemein ist cool von Team Skull, aber im Kampf sollte sie ein bisschen mehr... Wobei... Die wechselt immer ab zwischen so langsam und schnell. Die sollte nur schnell sein. Oh, unser Fingermeister ist zurück. Unser Klavierspieler. Hier gibt es also hier in diesem kleinen Fischerdörfchen, wo wir quasi sind, gibt es hauptsächlich Fischlokale. Und so auch heute gehen wir in ein Fischlokal, in ein feines Fischlokal. Und ich hoffe, es gibt nicht nur Fisch. Nee, ich esse auch Fisch, aber seit meinem Fischerlebnis in Köln habe ich nie Bock auf Fisch. Da ist ein Eneko. 143 und 95. Bounty Hunter. Was ist das? das tut mir leid. Ich weiß nicht, ob dich das zufriedenstellt. Irgendwie sieht es aus wie... Wie heißt der Spruch, den sie in Dune immer sagen? El Gahib. Ich will so ein kleiner
Timothy Chalamet, der auf dem rumreitet. Spielst du Ultrasonne oder Ultramond? Macht es einen Unterschied? Tatsächlich spiele ich beides gleichzeitig. Ich spiele Ultrasonne auf Ultramond. Wenn du es genauer wissen möchtest. Okay. Ich mag keinen Fisch, maximal Backfisch. Was ist Backfisch? Was ist in Köln passiert? Ich war in einem japanischen Restaurant, habe einen Fisch gegessen, warum auch immer. Und hab 24 Stunden durchgekotzt. Ist das Zeichensprache? Nein, die sind cool. Lass sie doch cool sein, wenn sie cool sein wollen. Mori, du bist ein Fatality. Weißt du zufällig noch den Namen? Nee. Aber kannst du einfach gucken nach japanischen Restaurants in dem Bereich, den ich damals gesagt hatte, wo du gesagt hast, oh, das ist voll der harte Bereich. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Wie ein großes Fischstäbchen, also Fish and Chips. Oder? Ist nicht einfach Fish and Chips auf Deutsch Backfisch? Also ein Fisch, der mit Panade frittiert ist? Fish and Chips habe ich, glaube ich, zweimal in meinem Leben gegessen und ich bin kein Fan. Es ist einfach, ich weiß nicht. Wieso gibt es so viele Nationen, 4 Stück, deren Nationalgericht es ist, wenn es einfach nur ein Stück Fisch in einer Fritteuse ist? Mit Pommes. Ja, Chips. Vielleicht gibt es im Restaurant wahrscheinlich sogar Fish and Chips, nur auf richtig posch. Ich dachte, weil ich viele Kräten hatte oder weil ich mich verschluckt habe. Nee, deswegen will ich nicht sagen, ich esse nie wieder einen Fisch. Mir wird wirklich schlecht, wenn ich an Fisch denke. Klar, Fish and Chips gibt es in Restaurants, klar. Aber das soll eher so ein wirklich feines Restaurant sein, weißt du, wo eine Vorspeise mit 10 Kalorien 30 Euro kostet, so. Aber es kann sein, dass es da trotzdem auch Fish and Chips gibt. Aber nee, ich nehme, wenn, dann nehme ich vielleicht. Vielleicht gibt es ja auch sowas wie Frutti di Mare, Pasta del Mare. Oder halt irgendwas Meeresfrüchte-mäßiges. Nicht Fisch, 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 sondern Meeresfrüchte, Fisch. Also nicht Fisch. Fisch ist eh belagert mit allem möglichen Kram. Belastet. Ja. Aber das kannst du bei jedem Essen sagen. Oder bei jedem tierischen Produkt. Ich kann jetzt zumindest sicher sein, dass der Fisch frisch ist, im Gegensatz zu Köln, das jetzt nicht unbedingt am Meer liegt. Shame on you, Köln. Wie kannst du nicht am Meer liegen? Uff.
Was erwartet man von einer Stadt, die Kölsch als Bier verkauft? Burn! Frobel? Okay, was ist es denn jetzt? Warum gibt es denn drei Stück? Woher kommst du? Ich bin Münchner, aber ich lebe in Irland. Das ist doch komisch. Not good music choice. Henriette, hallo, 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 danke schön. Diese Zorrex regen mich auf, weil ich sie nicht one-shotten kann. Wobei vielleicht mit Fuchtler. Henriette, Tier 2, vielen, vielen Dank. Wunderschöner Zettel wieder mal. Ein neues Badge, du hast jetzt den Mindball. Wow. Wie komme ich denn da hin? Den Kronleuchter stolzieren? Jetzt ist doch bestimmt Lösungswortzeit. Da ist ein Zimmer, okay. Hey Duda, du willst sicher in die Audienz? Ja. Gift. Hieb. Roberl Eneko Kakao. Ist noch nicht mal schwer. Sowas wie Eneko Milch. Eneko Kakao oder Eneko. Bist du dir sicher? No way! Was, du willst auch ein Eneko Kakao? Da sitzt ein Kramurks. Süß. Den Mindball willst du auch haben. 4 Jahre musst du dafür subscriben. Das ist schon hart. Guck mal, ein tolles Pokémon. Ich meine, es sieht aus wie ein Überraschungsei. Hat es nicht sogar die gleichen Farben wie ein Überraschungsei? Ja, das ist einfach Überraschungsei Magma. Heißes Teil. Azurill und Magma, da muss man auch erstmal drauf kommen. So müde. Warum ist Weberak schneller? Wegen Tiefschlag? Vier Jahre, krasse Zeit. Es gibt sogar Leute mit 5 Jahren, aber dafür habe ich kein Badge. Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich neue Badges mache. Gladiantri, Amphira, let's go. Wie geht Gladiantri eigentlich auf die Toilette? Ist mir egal, was es anfasst. Es hat ein Messer als Hände. Wenn Gladiantri mal ein Loch in der Hose stopfen muss. Wie benutzt es? Faden und Nadel. Stehend, freihändig. Auch Nummer 2. Er lässt einfach baumeln. Auch Nummer 2. Wie ist Edward mit den Scherenhänden aufs Klo gegangen? Das ist eine sehr gute Frage. Wir müssen Winona Ryder fragen. War das Winona Ryder? Ich glaube schon. Krass, der Flügelschlag von Golbat hat sich verlangsamt, weil es paralysiert wurde.
Oder seit wann ist das so? Vielleicht ist das seit Gen 6 schon so. Das ist cool. Dafür, dass es in Karmesin und Purpur immer noch vorkommt, dass Pokémon nicht die Augen zu machen, wenn sie schlafen. Edward Scissorhands war eine Puppe. Der musste nicht auf die Toilette. Vielleicht. Da steht ein kleines Magunio. Kein Erbarm, keine Gnade. Ich bin ein schlimmster Albtraum. Oh yeah, ich bin der große, böse Bromli. Das ist echt mal eine schöne Abwechslung. Bist extra den weiten Weg zu mir gekommen, um mir und von mir platt gemacht zu werden. Wo ist das Magunio? Magunio? Ach stimmt, ich wollte ja, dass du herkommst. Da ist es. Voll süß. Mang. Müssen Pokémon aufs Klo? Was ist, wenn sie gerade im Ball sind? Da gibt es eine Toilette. Im Pokéball ist eine ganze Villa. Ich wusste gar nicht, dass ich Magunio retten soll. Wobei doch, das eine da oben, wo wir in diesem Labor waren, da war die eine, hat gesagt, ah, mein Magunio. Kann ich das fangen? Oder ist es einfach meins? Ich hätte Z-Attacke machen sollen, dann wäre es vielleicht ganz weg gewesen. Vielleicht. Viel Erfolg bei Graudon. Akuma, du bist ein Chardrago. Komm schon, Volltreffer. Ich sollte wirklich Z machen. Bergsturm, was ist das denn? Oh mein Gott. Du kriegst den Volltreffer. Das nicht auch Wasser? Ja, hat mir gesagt, Käferwasser. Also nehme ich Elektro. Jetzt noch. Was hatte er letztes Mal? Ich weiß nicht mehr. Ach ja, Maskeregen. Kriege ich hin. Außer Maskeregen ist schneller, was es wahrscheinlich ist. Gigavolt Funkensalbe. Nein, verdammt. Wie besiege ich dich? Oh nein. Oh nein, vielleicht kann es gar kein Wasser. Auch wenn es Maskeregen heißt, ist es doch Käferflug. Und es wiegt doch nichts. Rambos. Was? Wie bringt mich eine Käferattacke so krass um? Ich war fast voll. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Lass mich dran. Yes. Sexiness gewinnt immer.
Gut. Rani, du bist ein Schildterus. Süß. Was treibst du denn da? Hey du da, gib ihm das Pokémon zurück, das wir gestohlen haben. Ehrenmann. Mann. Ehrenmann. Philipp, du bist ein Koriogel, Gen 7. Gute Wahl. Ich habe ein Ass im Ämmel, du wirst schon sehen. Was ist da? Kann ich das Geld klauen? Aber jetzt, du findest 1 Million. Insektium. Achso, das sind Insekten. Achso, es ist gar kein Geld, weil es grün ist, dachte ich, das ist Geld. Nimm halt gleich alle. So, ich habe keinen Bock, Fluchtzell zu benutzen. Passt schon. So, wir haben Who's Dead Pokémon. Gehe. Ist hier Abkürzung jetzt? Nein. Gehe, sag mir. Uff. Uff. Ich glaube, ich weiß es. Aber schwierig. Flabébé. Interessant, ich glaube nicht. Finneon, interessant, ich glaube nicht. Aber Gehe muss sagen. Regieleki, interessant, ich glaube nicht. Geheck, du musst antworten, du hast es gemacht. Gehe. Furf. Geheck, Furf. So lange habe ich auch nicht gewartet, bis wir das gedrückt haben. Ich habe nur schnell den Kampf fertig gemacht. Oh nein, wir verpassen die ganze Story. Da ist er. Kein Plan. Gotta do better than that. Ich sage, ich habe zuerst gedacht, es ist das Kitakami-Ding. Das Dings. Ultra-Bestie. Weil es so dünn ist und klein ist. Paragoni klingt aber auch gut. Ich habe das Gefühl, wenn es Paragoni wäre, wäre in der Mitte nicht nichts. Die Mitte muss so dünn sein, dass die Pixel da nichts sind. Aber ich habe auch keine Ahnung. Paragoni sieht es aber echt aus. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich kann nicht wissen, was es war, weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. Ich weiß nicht, was es war. Ich kann nicht zurückgehen. Kann ich irgendwie zurückgehen? Ich kann nicht zurückgehen. Steht in der Historie, was es war? Ich glaube nicht. Steht in der Historie, was es war? Wo ist es? Action Cues. Action History. Pokuhu, Pokuhu. Draufklicken oder so. Ich hatte recht. Ich hatte recht. Ich kann nachgucken, was es war. Ich hatte recht. Katagami. Es war Katagami. Keiner von euch hat Katagami gesagt. Es war Katagami. Aber was ist das hier? Was ist das? Tragosso? Ja, das ist Tragosso. Ja, das ist Tragosso. Das ist Atragosso. Es war Katagami. Aber noch viel wichtiger. Was ist das hier? Das ist süß. Komm, das ist süß. Das ist ein Phlegmon
was ein sehr, sehr kleines Mädchen als Besitzer hat. Und dieses Fleckmann bekommt wöchentlich ein neues kleines Outfit zum Anziehen. Edge Goodman, du bist ein FM. Aber was ist das? Das ist auch cool. Ist jetzt die Frage, ist das... Was sagt ihr, was es ist? Oh, das ist nicht mal... Das ist nicht mal gezeichnet. Krass, das sieht gar nicht mal so schlecht aus dafür, dass es nicht extra gezeichnet ist. Ich glaube auch Panflam, oder? Ich wollte zuerst sagen Zubiris. Hat Zubiris nicht auch so eine Stellung? Froxy? Stimmt, aber ist Froxy nicht auf allen Vieren? We will never know. Wer ist dieser Typ? Ist jetzt wenigstens das Pokémon Center mit einer Joy versehen? Onkel Yasu. Und schon ist die Ruhe dahin. Nope. Bester Polizist ever. Dass ich direkt neben dem Hauptquartier von Team Skull wohne, hat keine beruflichen Gründe. Vergiss das Mauzi-Haus für den Sticker nicht. Oh mein Gott. Ich meine, das mit den Stickern ist sowieso kackegal, weil ich werde am Ende sowieso einen Guide nehmen müssen und nochmal alles durchschauen müssen. Also... Eigentlich würde ich, glaube ich, im Endeffekt die meiste Zeit sparen, indem ich keinen Sticker aufsammle. Weil in meinem Leben habe ich schon so viele Sammlertrophäen gemacht und solche Herausforderungen. Es läuft immer so, dass wenn ich die versuche zu sammeln, während ich das Spiel spiele und am Ende die restlichen versuche zu finden, läuft es immer darauf hinaus, dass ich bei ein paar mir denke, doch, da kann ich mich dran erinnern, das habe ich mir geholt. Und dann gehe ich die Liste weiter und gucke nicht da. Und am Ende fehlt mir eins oder zwei. Das ist bei Korok so gewesen, das ist bei GTA mit irgendwelchen kacken Möwen so gewesen. Am Ende kannst du deiner Erinnerung nicht trauen. Und du musst dich dazu zwingen, wirklich jeden Spot zu checken. Aber dann kommt hinzu, wenn es tatsächlich schwer versteckt ist, dann guckst du, aber du guckst nicht richtig und denkst dir, ah, habe ich schon, weil es nicht offensichtlich ist. Und dann musst du da doch irgendwann wieder hin. Ich muss schon so oft bei solchen Sachen immer wieder zurück und nochmal checken und nochmal checken. Aber wir sammeln alles, was wir sehen. Aber ich glaube, ich muss eh alles nochmal durch. Geht's jetzt zum kleinsten Weilord? Es ist das größte Weilord. Was für eine Unverschämtheit. Verachte mein Weilord nicht. Es ist das Größte. Und du weißt es. Du hast es gesehen, wie groß es war. 14,5 Meter. Das sind 700 irgendwas. 700 irgendwas Kaugummis. Ich nehme jede XP, die ich kriegen kann. Ein Parasek wird, glaube ich, immer stärker. Ist Team Skull das schlechteste Rüpel-Team, das es gibt? Ich glaube, viele mögen Team Yell nicht. Team Star ist cool. Die Story von Team Star ist cool. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen.
Rocket sind die Erfinder. Die waren Rüpel, bevor es cool war. Magma und Aqua sind wahrscheinlich die besten. Jesus und Co. sind auch ganz, ganz schlimm. Ich glaube, Skull sind die, die... Ich sag's immer wieder. Gute Bösewichte haben eine nachvollziehbare Backstory, warum sie böse sind. Und die bis jetzt, und ich glaube, es wird sich nicht groß ändern, sind einfach Assos. Ohne Grund, weil sie Bock haben, Assos zu sein. Bisschen wie Team Rocket. Team Rocket ist auch immer nur böse, weil sie Bock drauf haben. Team Rocket kriegt sogar noch ein Update, freu mich. Was? Carmine. 40 Streams hat Carmine hintereinander geschaut. Sagen wir nochmal Gen 4. Gen 4 war Team. Wie heißen die nochmal? Plasma ist Gen 6. Wie heißen die? Gen 4 ist Plasma. Gen 6 ist. Wie heißen die nochmal in Gen 6? Achso, Team Rocket kommt in der Afterstory hier. Okay, das ist cool. Team Flair ist Team der Gen 6, ja. Team Flair fand ich eigentlich cool. Team Rocket ist das mit dem besten Teil. Mitunter der beste Teil, okay. Team Galactic war Gen 4. Stimmt. Moment, was ist dann Team Plasma? Gibt's gar kein Team Plasma? Doch, es gibt auch Team Plasma. Achso, Team Plasma nennen sich die Jesus-Leute nennen sich Team Plasma. Team Galactic, ja, wegen Pluto, Neptun, Jupiter, wobei alle Planeten kommen gar nicht vor. Vertane Chance. Team Uranus. Oder Rocket Rüpel Uranus. Okay, zwei Herrscher kann ich mir schon holen. Da muss ich ja alle Sticker nochmal sammeln. Kein Georock. Ula, ula. Soll ich mal gucken, was ist so die Chance von so einem wunderschönen... Was ist dieser Spot immer wieder? Okay. Es muss hier Koriogels geben. Was ist die Chance von einem Koriogel? Doch sicher 20%. Ich meine, es ist doch das Pokémon hier. Verdammt. Oh, wenn Flabébé seine Augen zumacht, ist echt ein bisschen creepy, Floyd. Lass bitte die Augen offen, Floyd. Tote Fluffelos. Ach, das hatte ich auch alles nicht gemacht hier? Da bin ich auch drüber gegangen? Stimmt. Okay, wir haben noch ein paar Kämpfe. So ein kleiner Superball. Das Rote ist zu 20%. Okay. Das Rote ist auch das Beste, oder? Ich könnte auch hier vier Rote sammeln und dann den Honig geben und schon sehen sie anders aus, oder? Oder ist das so sau viel Honig, den ich brauche? Nee, oder? Es ist einfach ein Honig hier, da, vier verschiedene, drei verschiedene und dann vier rote Koriogels und fertig. Warum mache ich Knirsche, ich Trottel? Aber vielleicht wäre das auch zu einfach. Ich glaube, die ich jetzt auf Form habe, habe ich alle einzeln hier gefunden. Da hinten ist auch ein Stück. Wieso vier rote? Koriogels Form ändert sich, wenn man ihm Honig gibt. Also kann ich vier... Achso, oder sind es nur drei? Nee, es sind noch vier verschiedene Formen, oder?
fängst viermal die gleiche und gibst drei verschiedene Honig und fertig. Nee, ist nicht schwer. Meine Freunde haben dich im Stich gelassen, genau wie AZ. Oder du hast AZ im Stich gelassen. Das rote Koriogel ist doch das Beste, oder? Ich meine, das eine im Hula Hoop ist auch verdammt süß. So, sollen wir nochmal gucken, ob wir ein Bild machen können von dem Fluet. Vielleicht ist ja statt rechts, links, RL Start. Meine Uhr sagt mir gerade, dass ich zu wenig Aktivität habe. Warte. Okay. Ich finde nur den Cheerleader creepy. Wer ist der Cheerleader? Ach stimmt, das Gelbe ist Cheerleader, stimmt. Sieht halt aus wie Tweety. Bam, 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 Kraxler. Kraxler ist tatsächlich, glaube ich, eine gute Attacke, ne? 90. Aber noch 85 Genauigkeit. Ne. Fuchtler ist so viel besser. Oben war noch einer. Das heißt, wie komme ich zu dem Teil? Muss ich... Ja, wie soll ich da hin? Ach, da ist ein Weg. Hä? Koriogel. Tipp? Nein. Gib mir eine Minute. Schniebel. Gestern, wie ich erzählt habe, hatte ich ja mein Date mit einem anderen Pokémon Content Creator. Ich sage euch nicht wer. Ich sage euch nicht, was wir gemacht haben. Aber jetzt habe ich ganz viel Videomaterial und keine Ahnung, was ich damit machen soll. Aber das werde ich mir überlegen und dann wird es hoffentlich ein großartiges Video. Ich will nächsten Donnerstag, dass es wieder kommt, das Video, wie jeden Donnerstag, aber vielleicht war das ein bisschen zu voreilig. Weil wir haben 2 Stunden gequatscht. Allein 2 Stunden ist einfach nur, wie wir gequatscht haben.
Zitter nicht. Koriogel. Was brauche ich aber auch? Das könnte aber weiblich only sein, oder? Bumblebee. Ja, das ist nicht sogar die Entwicklung. Bumblebee ist... Nein, 50-50 Fluffeluff. Wieso bist du schon 25 Tode gestorben und dann triggerst du, oder... Warum? Boah, oh, Fluffeluff. 50-50. Bumblebee. Manu. 2 Stunden lang Pokémon Home verglichen, genau. Und dann habe ich hier das. Und ich habe das. Eine Fähigkeit, die ich brauche, um darunter zu kommen? Okay, wenn ich da noch nicht hinkomme, könnt ihr es gerne sagen. Aber wenn ich da hinkomme... Oh, das ist nur ein normaler Stein. Oder muss ich das Bild machen? Angeln. Du bist angeln. Geh doch selber angeln, wenn du angeln willst. Warum sagst du angeln? Dein Ernst? Okay, Azrael, aber was verstehst du nicht unter ich will's nicht wissen, beziehungsweise gib mir einen Tipp. Der Tipp ist, mach es. Mach angeln. Okay. Danke fürs Sagen. Das ist tatsächlich cool, dass man das angeln soll. Das ist ja diese eine Stelle, wo ich das schon mal gesehen habe, ist ja auch angeln. Krabox, nein. Okay, ich glaube, ich habe hier alles gemacht. Außer alle Pokémon gefunden. War ich hier unten? Hier unten war ich nicht. Oder doch? Doch, hier war ich. Hier war die Starmie-Blaming-Session. Hm, wo soll ich hin? Ich wird gar nicht angezeigt. Ah, doch, da. Okay. Du weißt, dass ein Krabox drin ist, wenn der Haufen sich bewegt. Ah. Ich gehe eh zu jedem Haufen. Akub? Oh. Aber ich konnte da doch nicht... Was? Wo soll dieses Akub sein? Glühberg? Hier ist jetzt irgendwo ein Stein. Ah, dieses Kraftwerk, da war ich doch. So halb. Ich glaube, es war da oben. Okay, okay, okay. Ja. Der da? Foto oder so. Guck her.
gefällt mir. Okay, dann lass es doch gelten. Lern ich pfeifen oder sowas auch? Was hat es mit diesen Bildern machen auf sich? Ach, hier oben jetzt Level up? Ich muss, ich dachte, hier ist ein Stein, wo ich einfach hin muss. Der ganze Ort. Der auf der ersten Insel ist kühner, oder? Der erste Inselberg. Oder auch dritte Insel. Togedemaru. Männlich, du gehörst mir. Überlebe bitte diesen Knirscher, das habe ich nicht bedacht. Überlebe! Okay. Volltreffer. Eisenstachel wirkt? Nein, nein, nein. Ich dachte, das wäre da. Nee, ist die dritte Insel anscheinend. Wachstum passt schon. Dieses Wochenende werde ich mir mal schön alte Sci-Fi-Klamotten anschauen, wenn ich sturmfrei habe. Dune und Streamers schwebt mir da vor. Streamers? Was ist das? Oh, hier ist auch Georok. Instant Pokéball. Screamers? Was ist Screamers? Sci-Fi Horror. Warum kenne ich das nicht? Ich weiß, Tigrissa, ich weiß. Aber wo soll ich denn die Punkte sammeln, wenn die ganze Zeit ich nur Sachen finde, wo ich Sachen brauche? Aber was bringt mir das vor allem? Was bringt es mir, dieses Magneton dort zu fotografieren? Gibt es Pokémon, die ich fotografieren muss, um die zu fangen? Das sind Trash-Perlen. Screamers. Hier ist Tortonator. Ich schreibe mir Screamers auf. Aber was meinst du mit Klamotten? Heißt es, du kaufst dir Klamotten, die so aussehen, als wenn du aus dem Dune-Universum wärst? Ist das ein Autobus? Das ist Akkub. Gleich siehst du, wie geil Akkub ist. Du nennst Filme Klamotten. Olle Kamellen, sagt man doch. Klamotten? Meinst du Kamellen? Wolltest du kein Togedemaru? Doch! Ich will doch nur, dass der Knirscher nicht so stark ist. Tortonator ist nur Sonne. Ich weiß selber nicht, was ich hier spiele. An erster Stelle. Unser Partyboss wird jetzt zur Xbox. Es wird so gut. Du spielst Mond, das sieht man am Menü. Ich dachte, du hast das gesagt, dass du nicht weißt, was ich spiele wegen unserem Problem. Ich kann dir nicht versprechen, dass ich Mond spiele, selbst wenn es so aussieht.
Wir haben da doch ein Problem festgestellt. Schließlich siehst du an der Uhrzeit, dass das ein bisschen unlogisch ist, was hier passiert. Bam, bam, bam. Togge, togge, togge. Das, ich darf es wohl sagen, schlechteste Fake-Pikachu. Ich habe nur den anderen Safe, weil ich habe halt damals noch keinen Ultramond gehabt, als wir angefangen haben. Also habe ich mit Ultrasonne angefangen. Und ich wollte nicht nochmal 2 Stunden nachholen, aber ich wollte halt immer Ultramond spielen, weil ich es cooler finde. Deswegen habe ich einfach meinen Ultrasonne-Safe auf Ultramond draufgepackt. N macht ja nichts, ne? N macht ja nicht das Spiel einfacher oder anders. Aber anscheinend ist dadurch die Uhrzeit die von Mond, Sonne. Sonne, ja. Spielst du jetzt aber mit beiden Spielen ein Safe oder hast du 2? Nee, das geht nicht. Ich habe beide Spiele inzwischen. Ich werde schon die verschiedenen Spiele spielen. Bekommst du dann Solgaleo oder Lunala? Das ist jetzt eben die Frage. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die Uhrzeit und so ist quasi jetzt die von Ultramond. Nee, die von Ultrasonne. Weil ich glaube, das wird, wenn man das Spiel anfängt, wird im Speicherstand fixiert, wie viel Uhr es ist. Weil es kann ja sein, dass zum Beispiel Ultramond denkt nicht im Spiel, hey, ich muss immer die Uhrzeit umkehren, sondern am Anfang etabliert es, es hat 8 Uhr morgens, also hat es 8 Uhr abends. Das macht mein Safe halt nicht. Keine Ahnung. Die Uhrzeit ist auf jeden Fall die von Ultrasonne. Aber ich nehme sehr stark an, dass wir hier zum Beispiel nicht Tortonator finden. Weil Tortonator ist ein Sonnenspiel, ein Sonnenmann. Ab 18 Uhr ist ein Mond, aber morgen. Ja, und es ist 4:30. Ist jetzt doof. Ich glaube auch, man sollte nur die Ultra-Spiele spielen und nicht die Originale. Was hat man denn davon? Außer, dass der Schatten von Wischiwaschi korrekt ist. Beim zweiten Herrscher kommt ein Aranestro hier und der Schatten war der von einem Lusardin. Sie haben das Pokémon ausgetauscht, aber nicht den Schatten vom Pokémon. Sorgst du ein englisches Ditto für Masuda?
Und die gibt's nur im Original, nicht in Ultra. Pampoli, dich brauche ich nicht mehr. Aber Georock wäre schön. Habe ich vorhin das Georock gefangen? Warte mal, ich habe einen Pokéball geschmissen und was ist dann passiert? Sehr gut gemacht, Fluffeluff. Nummer 27. Ah, du machst einen englischen Save und tust dann rüber. Hallo, hallo, hallo. Männchen, bitte. Sehr, sehr gut. Geschwind ein Pokéball. Ich das andere schon? Ich habe das andere schon. Das heißt, ich habe sogar schon zwei. Okay. Kleinstein müssen wir dann brüten. Okay, dann hau ich hier wieder. Ah, nee, ich will ja mein Level ab. Wie viel Level brauchen wir noch? Wie viel Level brauchen wir noch? Hälfte. Nicht die beste Stelle, um mit einem Elektromon zu kämpfen. Das haben die absichtlich gemacht. Togedemaru. Ich mag den Namen. Togedemaru. Aber es ist einfach nicht das Süßeste. Es ist, passt schon. Alle anderen sind süßer. Ist nicht sogar doppelt krass wegen Stahl? Ja, ne? Level 46 kriege ich dann. Was haben die hier eigentlich für ein Level? 30. Es würde vielleicht schneller gehen, wenn ich das fange und das Level. Warum kannst du Akrobatik? Nur ich darf das können. Ist schon witzig, dass sie auf Hawaii einfach einen Bus eingeführt haben. Was ist da die Logik dahinter? Fettes Insekt einfach. Wird zu einem Bus. Und dann wird es zu einem krank geilen Kampf. Kämpfer, nicht Kampfkämpfer, aber Kämpfer, so ein krasses Viech einfach. Wie soll ich denn den besiegen? Ich hau ab, ey. Ist ja eine Batterie. Das ist ein Bus. Eine Busbatterie. Kann das Pampoli bitte wegstampfen? Ich kann den nicht besiegen. Soll ich einen Sonderbonbon nehmen? Oh Gott. Ich nehme Sonderbonbon. Kein Bock. Verschwendung. Ich habe ja ein paar gefunden. Okay, man darf nicht X und dann, oder man darf nicht Y und dann X drücken. Okay, okay, okay. Habe ich.
Donarion. Oh, das ist so geil. Komm. Die Beine sind ein bisschen eklig. Mein Team ist jetzt komplett alles entwickelt, oder? Ich habe zwei im Team. Oh, Donnerblitz. Oh mein Gott, du lernst Donnerblitz. Ah, Funksprung ist Psy... Ah, die sind ja schon wieder so... Ah, nee, Spezialangriff. Das ist ein Spezialangreifer. Hat sich das geändert? Switcht es dann auf einmal? Weil war das nicht die ganze Zeit... ein physischer Angreifer, weswegen ich alles auf physisch gemacht habe und jetzt auf einmal Spezialangriff 150. Es switcht auf einmal. Geil. Obwohl es sehr physisch aussieht eigentlich, dieses Pokémon. Yuki Sayuri, du bist ein Pokusan. Pokusan. Man sieht's kaum. Wir zerlegen jetzt die Inselwanderung. Irgendwie. Dann glaube ich, dass jetzt die nächste Herrschersache kommt. Endlich. Wobei. Noch nicht, oder? Wir sind immer noch... Es war ja erst diese Geisterherrscher-Sache. Gehen wir erstmal so weiter. Mit Fluffluff und Parasek im Gepäck. Ich kann mich gerade nicht freuen. Es geht um Lilly. Sie wurde entführt. Sie ist weg. Tali. Einige Stunden zuvor. Ali, du Loser. Wo warst du? Oder war das deine Perspektive? Ja, Tali verkackt. Ist das ihr Bruder? Das fällt mir auf. Die Haarfarbe ist exakt die gleiche. Das ist ihr Bruder. Vielleicht auch nicht. Soll ich 28 schon eintragen? Ich meine, er... Fluffluff wird jetzt eines elendigen Todes sterben. Eines brutalen, grausamen Flügelschlags wahrscheinlich. Würdest du dem Origindex der Reihenfolge machen? Ich mach's so. Mach, was du willst. Achso, aber ich hatte halt auf den Spielständen, die ich gekauft hatte, also die Spielstände, die drauf waren, auf den
auf HGSS und auf Schwarz-Weiß waren Spielstände drauf, die durchgespielt waren. Deswegen konnte ich die ganze Zeit schon übertragen. Aber stimmt, du kannst halt nicht übertragen, bevor du nicht Gen 5 durchgespielt hast. Haha, stimmt. Du, das musst du wissen, wie du das machst. Du kannst auch alle auf den Spielen lassen, bevor du sie überträgst. Du musst ja nicht übertragen, nur weil du das Spiel durch hast. Typ 0. Ich habe keinen Kampf-Pokémon. Wenn, dann kann ich nicht sogar eine Kampfattacke. Nee. Ich mache hier Donnerblitz durch die ganze Zeit. Das ist meine Attacke. Shiny Elisard hast du gekriegt. Herzlichen Glückwunsch, Angel. Sehr gut. Ein Zoroark. Oh mein Gott, wer hätte es gedacht? Ich nicht. Mache ich nicht Z, ich trottel. Weiß nicht, ob ich das cool finden soll, dass der schon von Anfang an einfach ein Leggy dabei hat. Ich glaube, ich finde es cool. Du kämpfst einfach in deinem. Keine Ahnung, wann war das? Nach einer Stunde oder sowas kämpft man gegen ihn und hat einfach ein Leggy. Und die andere hat. War das sie, die andere? Die andere hat einfach ein Venikro. Schon leicht cool. Bei Kühner. Reicht Schwarz 1 und Weiß 2 für alles aus Gen 5, dann würde ich das, glaube ich, als nächstes angehen, um erstmal einen Safe durchzuhaben. Alle Pokémon von Gen 5 kannst du in Schwarz und Weiß finden. Ich weiß nicht, ob Schwarz 1 und Weiß 2 reicht, ob die sich ergänzen. Kann sein, dass du Schwarz 1 und Schwarz 2 brauchst. Ich weiß es nicht, welche Ergänzung du brauchst, wenn du beide Versionen spielen willst, aber nicht alle Versionen. Flammenwurf? Komm her. Funkenflug 70, Flammenwurf 90. Nehme ich. Dafür habe ich Fluffeluff, genau. Gegner haben Leggy, ich habe Fluffeluff. MVP Fluff. Ich habe es euch doch schon erzählt, ihr wisst doch, dass Cosmog eine schreckliche Katastrophe in Alola auslösen könnte. Wir müssen es sofort zurückholen. Am besten machen wir uns sofort auf den Weg. Aber warum? Ich dachte, er ist von Team Skull. Er hat ihm es immer gesagt. Aber er sieht nicht so aus. Er hilft uns. Er ist eindeutig der Bruder von Lily. Ich komme mit dir mit. Er hat nur Aufgaben für die gemacht. Ein Söldner. Was cool wäre, ist aber nicht so, oder? Das passt nicht zu den Charakteren. Wenn ich einen weiblichen Charakter spiele, dann switchen die beiden. Aber nee, ne. Wir warten auf Tali. Na, müssen wir? Er gibt sich alle Mühe, nicht ständig im Schatten seines beeindruckenden Großvaters zu stehen. Ja, ihn eines Tages sogar zu übertrumpfen. Und das ist der Vater. Das ist der Vater von Lily. Hey Junge, lass uns kämpfen. wurde ich geheilt? Fluffeluff, los! Wie chillt der denn?
Hut Nummer 29. Auch der ist Inselkönig? Das war eigentlich klar. Ist das somit der letzte Kampf von der Insel? Ja, aber irgendwie klar. Aber hallo, was ist mit der Struktur geworden? Prüfung, 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 König. Ich wurde geheilt. So geil. Fluffeluff, los! Tot. Ach, was mache ich denn gegen dich, Zubiris? Ich weiß immer nie, was ich gegen ihn machen soll. Einfach Donnerblitz. Kann es sein, dass ich meinen Silvaro gar nicht im Team habe? Bisschen traurig. Sind wir jetzt schon kurz vor einer Katastrophe? Oh mein Gott. Schnobili. Kreuzschere passt sehr gut zu diesem Denarion. Zurückgeschreckt, Jorge, Klaps. Willenkraft, chill. Hallo, ich bin. Warum ist es der. Ach, weil ich ein Käfer bin. Ach, nein. Ach, nein. Ich habe gar keinen Silvaro dabei. Ich habe meinen Starter nicht dabei, nur um Parasect zu trainieren. What? Ist das sogar eine eigene Kraft? Schwarzes Loch des Grauens. Kurz ein schwarzes Loch entstehen lassen. Bye. Hallo. Hätte ich mal Z gemacht. Snobili Cut vernichtet mich. Und ist schneller als ich? Fuchtler. Verdammt. Ich bin aber auch ein Fan von Strukturen Reihenfolge. Bei Zelda mache ich das auch eher von den Klassikern. Ich habe das nicht so ernst gemeint. Ich bin tatsächlich, ich fand das sehr dumm hier in dem Spiel. Das habe ich gestern gesagt. Dass alles so vorausschauend passiert. Also Insel da, da hoch, Route ganz kurz. Herrscher, Rätsel, Herrscher und dann wieder das Gleiche, wieder das Gleiche, wieder das Gleiche. Deswegen, ich finde gut, dass sie das dann nicht mehr so machen. Und ja, die alten Zeldas haben so eine Struktur, aber die wird trotzdem immer zwischendrin unterbrochen. Du kannst sogar, selbst in Ocarina of Time, kannst du die meisten Dungeons in der Reihenfolge machen, wie du Bock hast. Seit wann sieht Snobili Cut aus wie Garfield? Seit Gen 7. Hallo, ich will auch mal. Du hast gerade einen Shiny Marbula gefunden. Sehr gut. Jetzt kommt ein Knofenser. Und alles ist gut. Konter? Nee. Rockheimann. Wobei, es sollte gehen, weil ich habe noch Boden. Wobei Rockheimann ist Boden. Ich weiß nicht, ob es Stein ist, aber es ist Boden. Bodenundicht. Soll ich Toxin machen und dann irgendwie versuchen zu überleben? Aber ich komme wahrscheinlich eh nicht als erstes dran. Ich muss eigentlich schneller sein. Wobei, Krokodile sind schnell. Die sichere Drachenhut. Okay. Okay, wir sind nicht mehr in dem Bereich, wo Drachenwut viel macht. Okay, Pampros muss regeln. Geht. Pferdestärke. Rockermann ist, glaube ich, zu stark, zu schwer für Rambos.
Kerben Doppelkick. Oh, das macht doch nicht Schaden. 30 bloß. Nee, da ist doch Pferdestärke besser. Halte durch, Pampros, du bist auch Boden. Okay. Komm schon. Easy, easy. Viel zu viel Angst gehabt. Ich habe Angst hier vor den Kämpfen. Umsonst. Yasu. Coole Socke. Du läufst gerade im Rom-Hack zum 4. Orden und suchst ein Pokémon, was Zerschneider lernen kann. Knofensa. Jedes Pokémon kann Zerschneider, was auch nur ansatzweise Krallen hat. Oder Ranken. Unlichtium. Bösikum. Chaterium. Noctium. Noctinium. Okay. Er guckt. Was? Wenn du wirklich stärker werden willst, solltest du dich nicht von Team Skull herumkommandieren lassen. Front. Leo! Wie du nimmst das Wort Spaß in den Mund. Wäre ich nur stärker gewesen? So, was für einen glücklichen Gesichtsausdruck gehört, während er es sagt. Als Trainer wäre es meine Aufgabe gewesen, Marikek zu helfen, damit sein Wunsch zu Siegen Wirklichkeit wird. Wäre mir das gelungen, wäre Lilly noch hier. Aber jetzt bin ich entschlossener als je zuvor. Yay! Ich hab versagt. Juhu. Schau, Hopp, das ist das Schöne an Hopp. Hopp hat in dem Moment jetzt eine komplette Krise. Stürzt sich in die krasseste Depression. Tali aber, passt schon. Ich hab verkackt, aber hey. Wir müssen alles gut, positiv sehen. Sie ist im Ätherparadies. Sie ist tot? Sagt man sowas nicht? Im Hundeparadies? Okay, und wie sind wir jetzt hierher gekommen? Und wem gehört dieser geile Flitzer? Da wären wir. Das ist die Anlegestelle des Ätherparadieses. Normalerweise ist es hier so friedlich, aber dort hinten scheint Unruhe zu herrschen. Seid auf der Hut! Warum glaubst du, dass sie Lilly ausgerechnet ins Ätherparadies gebracht haben? Ich weiß es nicht. Okay. Und wie geht's weiter? Als erstes sollten wir vielleicht zum Aufzug gehen. Vielleicht. Dieser Typ macht mir Angst. Er hat überhaupt keinen Plan. Geheilt. Ich würde gern... Ich glaube, hier kommen jetzt ganz viele Kämpfe. Ich sollte Parasek und Fluffeluff wegtun. Es wäre zwar immer schön, Parasek zu trainieren für später, aber... Aber ich nehme dann doch lieber Silvaro mit. Aber Fluffeluff kann ich auch wegtun. Ich glaube nicht, dass hier wildes Gras herrscht. Sticker übersehen. Ich glaube auch, die meisten Sticker sind, also ich glaube, man findet auch alle Sticker ohne jetzt den krassesten Guide. Wahrscheinlich am Ende reicht es einmal zu googeln, was die verstecktesten Sticker sind und dann hat man wahrscheinlich alle. Weil allein durch Story-Spielen habe ich jetzt die Hälfte, mehr als die Hälfte. So, kurz ordnen. Georock, Georock, Togedemaru, Silvaru, mein Schnuckelchen. Und was machen wir anstatt Parasek? Kukanon war eigentlich immer das Stärkste, aber vielleicht ist es jetzt Georock,
Togedemaru hat auch 30. Tukanon ist 29. Gibt es noch irgendwas, was ich leveln könnte? Weil ich werde jetzt sicher um einige... Kannst du schon Stampfer? Du kannst noch nicht Stampfer. Beiler, vielleicht Stampfer. Krabox muss aber auch noch an dieser einen Stelle sich befinden wahrscheinlich. Sunkabu. Wie entwickelt sich Sunkabu? Sankabu. Ich glaube, nur durch Level-Up. Dickda und Dickdri habe ich. Wuffels. Ich brauche immer noch ein normales Wuffel. Ich habe nur das Tempomacher-Wuffels. Sankabu, Knogga, Molunk. Nee, eigentlich... Das Einzige, was ich noch trainieren kann, ist Frubeila. Beziehungsweise kurz Marbula entwickeln. Nee. Ist Frubeila. Wahrscheinlich lernt es auch sauschnell Stampfer. Oder es kann schon irgendwie Stampfer. Nee, ich glaube, das lernt es noch. Wahrscheinlich auf 28 oder so. Und mitnehmen... Tukanon ist halt... Kann halt noch nichts. Aber das hier ist wenigstens ist auch Elektro. Togedemaru ist Stahl-Elektro. Es kann ja nur Elektro-Attacken, Togedemaru. Schäm dich. Noch ein Boden-Pokémon brauche ich auch nicht. Krabox ist halt Kampf. Das ist kein Wasser? Wow. Ich glaube, Krabox macht am meisten Sinn, weil es einfach Kampf ist. Und ich habe keinen Kampf wirklich dabei. Oder ich trainiere einfach Parasect weiter. Es ist schon 38. Es ist stärker als alle anderen, die ich habe. Also ich Parasect hier. Ich lasse Parasect. Weiterentwicklung, also es sollte Eis sein, ja. Kolossant 42 erst. Spät. Werde ich morgen den C-Day spielen? Das war irgendwas, was ich sogar interessant fand. Wo ich natürlich an dich gedacht habe. Morgen ist Ponita und noch schöneres Ponita C-Day. Nee, brauche ich beide nicht in Shiny. Werde ich nicht machen. Also wenn ich draußen bin, werde ich ein paar fangen. Und selbst wenn, ich habe es schon jetzt, wo Events waren von Shinies, die ich noch gar nicht habe, habe ich nicht mitgemacht. Oder wenn ich jetzt inzwischen Shinies in Go finde, dann übertrage ich sie noch nicht mal mehr. Ich will diese Goes nicht mehr auf meinem Home haben. Das schlimmste C-Day aller Zeiten. Und wirst du bei deinen Prinzipien bleiben? Oder wirst du tatsächlich dir das hässlichste Ponita in deinem Kopf fangen? Kaokto ist auch kein Wasser, stimmt. Und, was mich so geschockt hat, das hatte ich rausgeschnitten in Gen 5. Wer ist es? Der Tintenfisch, der ist auch kein Wasser. Hier gibt's kein Go-Home mehr, genau. Es gibt nur noch Go-Go und Home-Home, aber nicht Go-Home. Go-Home and die. Graues Galoppa, wenn es so Müll. Ah, ich finde Graues Galoppa ist auch okay. Aber das blaue Ponita ist schöner, ja. Ah, Dickdri kann sicher kein Stein, oder? Sicher nicht. Krass, wie Stahl und Boden voll viele Schwächen dann auflöst. Was? Ich kann kein Feuer. Und jetzt stirbt Silvaro. Haha. Der Plan ist aufgegangen. Tiefschlag geht nur, wenn der Gegner eine Attacke vorbereitet, gell? Irgendwie sowas. Was mache ich denn gegen dich? Ach,
Flammwurf ist sehr effektiv. Ich dachte, Feuer ist schlecht gegen Boden. Boden ist nur effektiv gegen Feuer, aber Feuer ist nicht schlecht gegen Boden. Krass. Welchen Gen 15 Fisch meinst du? Gen 6. Habe ich Gen 5 gesagt? Ich glaube, ich habe Gen 6. Ah, ne, ich habe gesagt Gen 5 Video. Ne, Gen 6. In Gen 6 hatte ich es rausgeschnitten. Wer ist er denn? Calamanero. Calamanero ist kein Wasser-Pokémon. Das ist so crazy, finde ich. Das ist einfach ein Tintenfisch. Fukanon. Ich will ein bisschen vorsichtiger hier kämpfen, weil ich glaube, es kommen verdammt viele Kämpfe hier. Ist doch auch Stahl. Ja, Diktri ist Stahl, deswegen ist Feuer gut, aber Diktri ist auch Boden. Es ist doch Bodenstahl. Alola Diktri ist doch Bodenstahl. Und ich dachte, da Boden gut ist gegen Feuer, dachte ich, Feuer ist schlecht gegen Boden. Ist aber anscheinend nicht so. Feuer gegen Boden ist anscheinend normal. Neutral. Behältst du nicht mal Shiny Galaponitas? Schickst du dann auch die Shiny Galaponitas weg? Ich will kämpfen, XP. Zapplerang würde Wasser auch mehr Sinn machen. Stimmt, es ist auch nicht Wasser. Aber Zapplerang findest du nicht. Du findest es auch im Wasser. Genau wie den Tintenfisch aus Gen 6. Aber Zapplerang findest du halt auch schwebend in der Höhle. Weswegen es schweben kann, weil es nicht schwimmen muss. Es kann auch einfach schweben in Höhlen. Aber ja, dass Zapplerang nicht Wasser-Elektro ist, hat mich auch immer fertig gemacht. Also, dass das so schlecht ist. Silvaro, ey. Wir sollten mal drei Typen einführen. Silvaro wäre auf jeden Fall Flug, Pflanze und Geist. Silvaro echt nicht der Bringer hier. Es muss wohl mindestens ein Mon geben, das keine Schwäche hat. Ja. Donnerzahn ist sehr effektiv. Warum? Warum ist Donnerzahn sehr effektiv? Ist Kecleon nicht einfach nur... Ich dachte, Kecleon ist normal. Hä, was ist denn Kecleon? Hat es irgendwas... Ah, Kecleon hat wahrscheinlich den Typ von meinem Silvaro übernommen. Ja, Kecleon hat die Ding gemacht, um den Typ vom Gegner zu übernehmen. Ja, ja. Okay. Hallo Maurediven. Bissbar, kann ich ein bisschen Angst. Mach mal einen fetten Steinhagel. Apokalyptische Steinpresse. Ist okay. Tot so lang. What? Die Z-Attacke ist schön auf Piccolo gegen C17 angelehnt. Ich glaube, das ist schon in mehr Animes vorgekommen oder in Japan. Japanischer Popkultur als nur Dragon Ball. Aber kann sein.
Dieser laszive Gang, ey. Ich habe noch nie einen Arbok bekämpft. Achso, Wolverox eigene Attacke. Ja, die kann ich noch nicht einsetzen, weil ich keine Steinkante kann. Sobald ich Steinkante kann. Dann kann ich Wolverock Z einsetzen. Come on! Oh. Die neuen legendären Pokémon aus den Spielen wie Kupidos, sind die alle shiny locked oder gibt's Ausnahmen? Alle shiny locked. Die einzigen legendären, die nicht geshiny locked wurden seit Gen 8, ist Regidrago und Regieleki. Alle anderen gab es bisher nicht oder wurden als Event verteilt wie Endynalos und Samosenta und Zacian. Was kommt? Hm. Ansonsten Koraidon, vier Unheils-Pokémon, alles shiny locked. Aus dem Riesennest. Ja, das sind ja keine Gen 8 und Gen 9 Legis. Es geht ja nur um die neuen, schätze ich. Aber schön, dass du sagst, die neuen legendären wie Kupidos. Kupidos ist jetzt auch nicht mehr so neu. Ist auch schon 3 Jahre alt, Kupidos, oder? Noch älter vielleicht sogar schon. Den Affen aus Gen 8 hat es ja auch nie einen Shiny gegeben. Sarut? Nee. Mehr kämpfen. Wo gehe ich hin? Meisterball. Fast. Mein Gott. Was Besonderes? Irgendwie ist mein Silvaro immer unterlegen gerade. Und bleibt die schlechteste Gen auf deinem schlechtesten Platz? Gen 7 ist immer noch die schlechteste Gen, ja. Auch nachdem ich es jetzt schon ein bisschen gespielt habe. Sie ist aber nicht so schlecht, wie ich dachte. Ich dachte, es ist um einiges schlechter, Gen 7. Glaubst du, wenn sie Zacian wieder in die Raids packen in Go, dass es dann shiny findbar ist mit 1 zu 25? Ja, ich glaube nicht. Kann schon sein. Wäre mir auch egal. Ist in Ordnung, du darfst deine falsche Meinung haben. Du selber hast geschrieben. Achso, Minimaure Dieven, okay. Gen 7 kann man nur sehr gut finden, weil wenn man sehr jung ist und eines der ersten Pokémon-Spiele war, die man je gespielt hat. Weil die ersten Spiele, die man spielt, vor allem wenn man jung ist, sind immer positiv im Kopf. Meine Lieblingsspiele sind auch objektiv schlechte Spiele. Weil ich sie damals als Kind gespielt habe und man so viel mehr, was man konsumiert als Kind, so viel mehr Eindruck macht, als wenn man älter wird.
Und es ist kein schlechtes Spiel. Es gibt wirklich viele schlechte Spiele, aber es ist das schlechteste Pokémon-Spiel. Von allen anderen Gens ist es der letzte Platz. Du kannst mir nicht sagen, dass Gen 7 besser ist als Gen 2 oder 3 oder 5. Es geht nicht. Kampf ist gut gegen Unlicht. Ich sollte Silvaro wegtun. Silvaro nervt. Ich kann Flug machen. Okay, ich mache mal eine Flugattacke. Ich sollte schneller sein. Ich bin nicht schneller als Razaf. Ich bin eine Eule. Das zweitschlechteste ist wahrscheinlich Gen 1, weil es halt noch so viele Sachen nicht hat. Was aber halt auch eigentlich keine Kritik sein dürfte an einem Spiel, was alles angefangen hat. Du kannst nicht sagen, ja, Gen 1 ist kacke, weil da kann man nicht laufen. Ja, aber es war das erste Spiel. Im zweiten Spiel konnte man laufen. Also du kannst ja nicht Gründe, also warum das Spiel schlecht ist, darf niemals sein, weil es alt ist. Objektiv gesehen. Und ist Gen 7 besser als Gen 8? Du hast Gen 8 nicht richtig gespielt. Ist doch okay, ist doch okay, ist doch alles okay. Leider ist mal beim Gold die Batterie leer. Dann willst du sie nicht austauschen? Könntest du hier austauschen. Aber ich verstehe, dass man, wenn man so einen Schatz hat, den nicht verändern möchte. Kleine Sticker hier. Vielleicht kommt man hier nie wieder hin. Ist prädestiniert für Stickerversteckungen. Du bist dumm. Der war dumm. Er ist dumm. Dass das hier anscheinend kommt, ist schon bestätigt. Wirklich? Parasek, wer hat denn sowas? Und warum ist Kreuzschere gut? Ist Käfer gegen Käfer gut? Oder ist Käfer gegen Gift gut? Warum sollte Käfer gegen Gift gut sein? Was ist das denn für eine Logik? Oh, shit. Käfer gegen Käfer ist nicht gut. Käfer gegen Gift ist gut? Ist auch etwas. Ich lerne so viel immer und vergesse es sofort. Wach auf! Donarion! Ach, Parasek ist Pflanze und nicht Gift. Okay, das verstehe ich. Okay, dann habe ich nichts gelernt. Man vergiftet Käfer, also ist eher Gift gut, so meine Denkweise. Gift ist gut gegen Käfer. Mogelbaum, Mogelbaum, er mogelt sich durch den Baum. Pampros, Pampros. Bis Gen 5 geht's vom Keller ins Hochhaus. Und seitdem geht's vom Hochhaus wieder in den Keller. Knallhart. Oh, come on. Oh, ich will nicht fliehen, keine Angst. Ich werde nicht fliehen. Trifft Zeppeli.
Habe ich alles. Okay, wir dürfen gehen. Sag nicht, ich muss die ansprechen, um den Code rauszufinden. Okay, nein. Das hatten wir gerade eben erst mit Code rausfinden. Ich bin Fabian, der einzigartige Regionalleiter der Aether Foundation und fraglos unentbehrlich. Wir kennen uns. Das Alter ist irrelevant. Das sagen nur Kinder. Wobei. Das sagen eigentlich nur alte Menschen. Meine Frau spielt aber ziemlich aktiv Gen 9. Nimmt auch alle Titan-Events mit. Ich auch. Aber es gibt nicht viele Leute, die alle Titan haben. Und ich habe auch alle bis jetzt. Die Box ist jetzt voll. Jetzt möchte ich eine zweite Box anfangen. Was wohl das nächste Titan-Event sein wird? Es fehlen nämlich noch echt viele. Bam, 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 bam. Nur ein Hypno hast du? Kreuzschere. Tut mir leid. Du hältst es aus. Lunarion wird gerne eingeschläfert. Viele fehlen nicht mehr. Vier fehlen noch. Es fehlen noch mehr als vier. Wir haben letztens durchgezählt und es waren so viel mehr als vier. Du vergisst einige. Vier Starter, glaube ich. Nein, es waren so viel mehr. Oder? Ich will nicht wieder durchzählen. Kannst du aufwachen und so richtig reinscheren? Beschere mich. Beschere mich. Ah. Gift, 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 Psycho, 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 Psycho. Doch, du hast, kannst du nicht. Knirscher? Ja. Zwei aus Gen 4, eins aus Gen 2 und eins aus Gen 5. Ich glaube dir. Fabian. Peinlich. Ein Hypno. Sein Gesicht. Wie konnte dieses Kind mich... Du hattest ein Pokémon. Ich habe 6 Pokémon. So, jetzt erzähl uns, was passiert. Wäre ich auf der Suche nach Cosmog, würde ich wohl im Untergeschoss nachsehen. Im Untergeschoss sagst du, das erinnert mich an irgendwas. Ach ja, meine Pia nicht. Was? Meinte Pia nicht, diese Erschütterung neulich sei aus dem Untergeschoss gekommen? Was in aller Welt treibt ihr da unten? Das wüsstest du wohl gerne. Haha, ich habe ja aus verlässlichen Quellen gehört, dass dort unten Experimente stattfinden, die ja den Weg in eine andere Welt ebnen sollen. Wir haben keine Zeit für deine kryptischen Andeutungen. Schalte den Aufzug für uns frei. Aber sicher doch. Das ist das Mindestmaß an Freundlichkeit, das ich als Regionalleiter hier an den Tag legen kann. Ist mit dem. Stimmt, eigentlich sollte der ein Käfer sein. Ich weiß nicht, ob ich. Kann ich Nein sagen? Bin ich bereit? Okay. Nicht bereit, ich bin nicht bereit. Denn, Leute, ich weiß nicht, wie viel da unten jetzt noch passiert. Ich muss jetzt aufhören, denn in einer halben Stunde ist unsere Dinner Reservation und wir müssen dann noch hingehen zu Fuß. Denn, wie gesagt, Rosa und ich haben heute 11-jähriges und wir gehen essen. Und sie hat mir gestern was geschenkt, die Sau. Ich habe nichts für sie. Sie hat mir einen weiteren Junji Ito-Manga geschenkt. Ich habe all die fetten Junji Ito-Manga hier. Und sie hat mir so ein kleines Junji Ito-Dings geschenkt. Das ist Liebe. Ugh, cringe. Glückwunsch.
ich find's komisch, ich, ganz ehrlich, ich weiß, es ist nett gemeint, aber ich find's komisch, sowas zu beglückwünschen. Beglückwünscht man sowas? Wobei manche Leute feiern auch Hochzeitstag und sowas. Glückwunsch zum Hochzeitstag. Ich finde es komisch. Okay, dann mein Beileid. Schon besser. Schon besser. Was ein Cliffhanger. Oh mein Gott, was passiert wohl? Ich sage, wir gehen da runter. Da unten öffnet sich eine riesige Pforte. Pforte. Wo Ultrabestien rauskommen. Wir bekämpfen ein, zwei Ultrabestien. So wie Anego. Und dann ist Lilly und macht. Und dann kommt Cosmog und rettet die Welt. Und bevor es aber eigentlich die Welt zerstören würde, war die Macht der Freundschaft, sorgt dafür, dass Cosmog nicht zu einem schwarzen Loch wird. Und dann kommt aber Lunala und Solgaleo. Oder Ding, und dann müssen wir die bekämpfen, beziehungsweise fangen mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%. Und dann ist fertig. Und dann kommt irgendwann Necrozma und zerstört die Welt und Credits rollen und der erste Tod eines 10-Jährigen in einem Pokémon-Spiel. Ich lass dich mal in dem glauben. Ich wünsche dir einen wunderbaren Abend mit deiner Frau. Sie ist nicht meine Frau! Ich weiß, dass du es absichtlich gesagt hast. Okay, tüdelü, tschüss. Bis Montag spätestens. Busselbär, Tschüsselbär, Tschüssikowski, Tschüsseldorf. Ich finde den Knopf nicht. Hier, tschüss.